Valete, liebe Zuschauende, gebt uns bitte doch gleich mal Rückmeldung, ob alles funktioniert und ob ihr diesmal auch alle von Anfang an hört und die Technik diesmal mitspielt. Wir haben fleißig der Rosmerta geopfert und die hat zumindest das Internet ordentlich wieder eingerichtet, das möglicherweise bei einigen von uns heute rumgezickt hat. In dem Sinne lasse ich direkt mal die Leute was sagen, die hier zu Gast sind. Hallo Stefan, einmal ein paar Worte von Ja, dir. hallo Marie. Ich bin ja hier immer das Testobjekt, ob der Ton funktioniert. Schön, dass ihr alle da seid und die Zuschauer. Hallo. Ich hoffe, ich bin zu hören. Bart klebt immer noch nicht, aber wir kriegen das trotzdem hin. In den letzten Minuten der dritten Folge Ja, werden wir den genau. Bart in Klebeaktion sehen. Bild und Ton ist gut. Super. Das heißt, ich glaube, wir können relativ safe in die ganze Sache reinstarten. Erstmal, ha hallo, liebe Mitspielende. Schön, dass ihr wieder dabei seid und euch Hallo. für Hi. den zweiten Abend hier mitverpflichtet habt und in saunaähnlichen Räumen und Umständen teils sitzt, bis auf diejenigen, die fröhlich in einem gekühlten Studio sitzen können. Also ich hoffe, dass es gekühlt ist, Florentin. Nein. Okay, dann sitzt du mit uns in einem sehr warmen Boot heute Abend. Wunderbar. Wir machen weiter mit dem Pen and Paper, die Suche nach dem Keltenfürsten, hier auf ARD Alpha im Auftrag von BR Next und dem Bayerischen Rundfunk, den öffentlichen Rundfunkanstalten von Bayern. Und wir haben eine Folge ja schon hinter uns von der Suche nach dem Keltenfürsten. Die findet ihr auf dem Bildungskanal von, ja, auch ein ARD-Kanal. Er wird hier verlinkt sein Ich glaube, und Alpha-Lernen oder so Alpha hieß da doch, Lernen, ne? genau, korrekt ist. Auf jeden Fall ein Alpha im Namen gewesen. Zu viele Kanäle. Und wir werden hier Rollenspiel spielen, falls ihr jetzt das erste Mal einschaltet. Das heißt schlicht und einfach, dass wir gemeinsam in einer Unterhaltung eine Geschichte erzählen werden. Meine vier Mitspielenden und ich. Ich bin die Welt und alle Leute, die unterwegs sind, bis auf die vier, die die vier spielen werden. Und in unserer Interaktion entsteht dann die Story. Und hin und wieder, wenn es irgendwie dramatisch oder gefährlich ist, wird gewürfelt nach einem Prozentsystem. Also mit zwei Würfeln mit 10 Seiten, eine Zehnerstelle, eine an einer Stelle. Und dann haben sie einen Prozentwert, der die Wahrscheinlichkeit angibt, wie gut sie das schaffen können. Und dann finden wir raus, ob sie es geschafft haben oder nicht. Das ist aber in der ersten Folge sehr selten passiert. Ich glaube insgesamt dreimal in 3 Stunden. Also gucken wir mal, wie oft das heute sein wird. So oder so. Genau, danke, da kommt direkt auch schon der Link für die letzte Folge. Zwei Dinge, die ich auf jeden Fall noch sagen möchte. Erstens, ihr könnt Fragen stellen. Das hier ist ein historisches Rollenspiel, ein Pen and Paper, das zum Zeitpunkt im Jahre 100 nach Christus spielt oder 853 nach der römischen Zeitrechnung. Und wir haben das Ganze nicht einfach aus der Luft gegriffen, sondern wir haben zum Glück eine Menge Beratung und Material zur Verfügung gestellt bekommen vom archäologischen Park Cambodunum. Cambodunum, was heute Kempten ist. Ich habe hier unter anderem eine Veröffentlichung. So sieht heute mein Rollenspielbuch aus. Und die werden auch zur Verfügung stehen und ihr könnt mit Ausrufungszeichen Fragen zum Hintergrund in den Chat stellen und dann werden unsere ModeratorInnen das an die ExpertInnen weiterleiten und möglichst schnell versuchen, für euch zu beantworten. Und ihr könnt auch warten, bis wir gespielt haben. So um 10 Uhr wird es dann einen Wechsel geben. Dann holen wir wieder die beiden Doktores aus dem Archäologischen Park dazu. Maike und Johannes, und dann könnt ihr direkt euch an sie wenden und drüber reden, was heute alles stimmig war oder eben nicht. Mal gucken, was bei rauskommt. Und das Zweite ist, ihr könnt an einem Quiz teilnehmen. Das wird vor allen Dingen in der Pause spätestens freigeschaltet, beziehungsweise ich habe es vorhin schon gesehen, es ist schon freigeschaltet. Ihr könnt es während dieses Streams, aber am besten in der Pause, die wir zwischendurch einlegen werden, weil ihr dann nichts verpasst, einmal machen. Das sind 5 Fragen zu Begriffen aus der Zeit, in der wir uns bewegen. Was ist eine Ala? Was ist Posca? Und wenn ihr da alle Fragen richtig habt, habt ihr gute Chancen mitzumachen bei einem kleinen Gewinnspiel, wo es eine Reise mit einer Führung durch den Archäologischen Park in Kempten zu gewinnen gibt. Also könnt ihr dann selber dort langlaufen, wo unsere 4 HeldInnen langgelaufen sind und wo sie mit Hose ins Wasserbecken steigen wollten und andere Dinge unternommen haben. Gut. Oh, und die letzte Sache, und da würde ich direkt auch die Moderation ansprechen.
Wir haben pro Folge einmal die Möglichkeit, dass ihr durch eine Umfrage teilnehmt an dem, was hier passiert und ein bisschen das Geschehen mitentscheidet, was in einer Szene passieren wird. Und ich hätte die Umfrage für die heutige Session direkt jetzt, denn da geht es darum, was unsere vier Leute in einem Militärlager erwarten wird, das sie aufsuchen wollen. Und weil es so ziemlich das Erste ist, was sie machen wollen, bräuchte ich die Antwort bald. In dem Sinne wird sie gleich kommen und dann könnt ihr durch einen Klick auf das Overlay in Twitch mitentscheiden. Gut, das waren alle Fakten. Yes, dann können wir jetzt dazu gehen. Wer spielt hier eigentlich mit? Fangen wir diesmal von hinten an. Das letzte Mal haben wir mit Stefan alles getestet und festgestellt, dass der Ton noch nicht funktioniert. Ja, er spielt Valio, den Erfinder der Badehose, aber da kommen wir gleich zu. Sondern beginnen wir mit Iulus Spurinus Fronto. Ein römischer Bürger, gespielt von Florentin. Den kennt ihr aus Streams, den kennt ihr aus Serien, den kennt ihr hin und wieder aus einem ZDF-Magazin. Und heute ist er hier, weil er ja auch Rollenspieler ist und offensichtlich Spaß an der Sache hat und sich immer wieder überreden lässt. Hallo Florentin, schön, dass du da bist. Ja, salve, freut mich. Es freut mich, dabei zu sein. Es geht jetzt aufwärts natürlich. Mein Charakter war in der Provinz nicht so wahnsinnig glücklich, aber vielleicht kommen wir heute mal woanders hin und er kommt zu seinen Wurzeln zurück. Ich freue mich auf jeden Fall. Und mal schauen, wie ich die drei hier heute durch den Abend ziehen kann. Genau, du bist ja der Gönner und derjenige, der für alle bürgt hier. Für genau. Die ganzen nicht wirklichen römischen Leute. Aber mal gucken, vielleicht kannst du dir ja auch so ein bisschen deinen Status verbessern und erarbeiten. Der Iulus hat ja vielleicht noch Pläne für den Rest seines Lebens, nicht immer irgendwo in der rätischen Provinz rumzulungern. Ja. Gut, daneben sitzt die Lisa Grimm. Hallo. Lisa, kennt ihr aus Streams, wo sie über Schreiben redet, Spiele spielt, auch durchaus mal Rollenspiel leitet. Und sie ist ansonsten Autorin, die mit dem Namen ist es kein Problem zu finden, was sie schon alles geschrieben hat. Und du spielst Lunea heute, eine Seherin. Hi Lisa. Hallo, ich freue mich sehr. Mal schauen, wie die Zweige heute brechen. Ja, mal gucken, wie das Schicksal ist und was du den Leuten dazu mitteilen kannst. Ich werde alle anlügen, permanent. Hm. Du hast ja schon so einen kleinen Fanclub von Frauen aus der Stadt, die gerne mehr Weissagungen hätten. Mal gucken, ob die dir folgen. Die Erin ist ein Charakter, der so ein bisschen zwischen den Welten steht, zwischen dem Römischen und dem Gallischen, als Witwe eines verstorbenen römischen Händlers, die Geschäfte übernommen hat. Und wird gespielt von der Sophia Katz, Moderatorin, Hi. Streamerin, Künstlerin. Hi! Schön, dass du dabei bist. Wir reden immer gleichzeitig. Das schaffen wir. Sorry, jetzt habe ich extra gewartet, weil ich dachte, du möchtest noch was sagen. Nein, das war jetzt die Höflichkeitspause. Wie Challenge ist das Online-Römer-Treffens? Nee, genau. Ich freue mich sehr, diesen Charakter weiterzuspielen. Es ist immer ein bisschen herausfordernd, weil man ist ja ein bisschen auf der keltischen Seite, aber ein bisschen auch auf der römischen und findet da vielleicht auch nicht alles cool, was immer der werte Kollege Iulus da von sich gibt. Der hat letztes Mal übrigens nicht mal geschafft, Valio die Hose auszuziehen. Ich bin also sehr gespannt, was er heute abziehen wird und wie sehr er uns durchzieht. Nein, Quatsch. Aber genau, freue mich sehr auf das weitere Abenteuer. Gut. Und zuletzt Valio von der festen Hose. Okay, vielleicht überdenke ich die Titel nochmal. Valio, der bekleidet ins Bad geht, was für Römer seltsam erscheinen mag. Unser keltischer Krieger, der schon vielleicht die besten Zeiten seiner Jugend hinter sich gelassen hat, aber immer noch fähig ist, wird gespielt von Stefan Bliemel, auch bekannt als Steinwallen, Historiker und Streamer und auch Autor. Hi! Hallo in die Runde nochmal. Ja, aber das hört Valio nicht so gern. Er ist nämlich doch ein bisschen eitel. Allerdings hat er so eine Kriegsverletzung, die er so ein bisschen mit sich schleppt und Narben und naja, deswegen auch die Sache mit der Hose. Aber er versucht jetzt hier einen Auftrag, der ihm eigentlich so ein bisschen unangenehm ist. Er muss hier zu den Römern, so gut es geht, zu erledigen. Denn was bleibt ihm in seinem Alter anderes, wenn der König befiehlt, wenn der Stammeshäuptling befiehlt, dann muss er los. Immerhin hast du mit Lunea eine Begleitung dabei, die auch ein bisschen Lateinisch kann. Und inzwischen hast du einen Helfer zur Seite gestellt bekommen, einen Diener von Erin, der mehrere Sprachen spricht, Hilario, der das Allermeiste übersetzt, was in deiner Gegenwart gesagt wird. Er kommt jetzt auch mit uns mit, der Übersetzer, der ist immer dabei. Ja. Okay. Also ich gehe davon aus, Gut. Es sei denn, ihr sagt, Hilario, bitte bleib hier.
Und nein, übersetzt. Unbedingt. Mein bester Freund. Und er übersetzt auch alles, es sei denn, irgendjemand fängt an, ihm so klare Zeichen zu machen oder ihm auf einer Sprache, die Valio nicht versteht, zu sagen, dass er das bitte doch nicht übersetzen soll. Und wir können also immer davon ausgehen, dass alle Leute alles verstehen in der Szene, die gerade läuft. Was ist bisher passiert? Valio und Lunea sind aus dem Siedlungsgebiet ihrer keltischen Gruppierung, die zwar zu den Vindelikern gehört, die größtenteils auf römischem Gebiet heute leben, aber sie sind nun mal so ein bisschen der kleine Vorposten, der außerhalb des Limes angesiedelt ist, über den Limes in das Römische Reich hineingegangen, als Gesandte der Rucinatis. Und eure Aufgabe ist, Venemo ausfindig zu machen, den Sohn des herrschenden Fürsten der Rucinatis. Venemo ist vor 8 Tagen aufgebrochen und nicht wiedergekehrt. Und soweit ihr wisst, ist er über den Limes und dann nach Süden zu einer Stadt namens Cambodunum aufgebrochen. Und in Cambodunum habt ihr euch an Erin gewandt, eine gallorömische Händlerin, die Verwandte unter den Rucinatis hat, oder zumindest Bekannte, die als Bindeglied fungiert. Und nach einigen Verwechslungen, wo ihr davon ausgeht, dass Iulus Spurinus Fronto vielleicht der Stallknecht ist, hat sich herausgestellt, dass er als Römer von etwas besserem Stand vielleicht tatsächlich auch aushelfen kann bei allen wichtigen Dingen, wo man Leute überreden muss und Eindruck schinden. Und so seid ihr gemeinsam losgezogen, um zu klären, ob Valio seine Waffen behalten darf. Die Antwort war nein, zumindest erstmal nicht. Und wo man rausfinden kann, wo so ein Keltenfürst vielleicht abkömmlich geworden ist. Und es hat sich nach einigem Hin und Her herausgestellt und nach einem Besuch eben im Dampfbad der Thermen, dass ein Martialius Titianus, der Zuhändler für die Armee ist, Venemo beraten hat und ihn an einen Helfer weitergeleitet hat. Lucius soll dieser heißen, der ihm einen Posten beim Militär zuschanzen sollte, weil Venemo nach einer Gelegenheit gesucht hat, ehrenvoll in den Krieg zu ziehen. Und diese Chance hat er bei seinem kleinen Stamm aktuell nicht mehr gesehen. Das sind die Informationen, die ihr aktuell habt. Venemo war da, er ist weitergezogen und vermutlich zu dem Militärverband, der aktuell auch südlich der Stadt lagert, weil er nach Norden verlegt wird an den Limes von der Germania Superior aus. Ist gerade quasi über den Bodensee angereist und von hier aus dann jetzt nach Norden. Und da, denke ich, setzen wir wieder ein. Ihr wolltet zurück zum Haus von Erin, um dort alle Sachen zu klären. Waffen einzusammeln, die ihr dort gelagert habt, Fluchtäfelchen möglicherweise auszutauschen. Und ich glaube, ihr wolltet noch ein paar andere Sachen mitnehmen. Wie steht's denn damit? Ja, wir dachten, also Julius und ich dachten, wir nutzen diese Gelegenheit doch aus, wenn wir da zum Heer gehen. Die wandern jetzt auch schon eine ganze Weile, vielleicht fehlt da an etwas. Und wir als smarte Händlergang dachten, wir nehmen noch mal ein bisschen Waren mit, die wir da vielleicht verkaufen können. Genau. Und eine Bleitafel mit einem Fluch drin. Haben wir denn selber auch Waffen, die wir führen dürfen? Oder wie sieht das aus? Also, dein Verstand. Dein Verstand. Natürlich. Ja, den musstest du nicht abgeben. Also, üblicherweise ist es so, ich kenne mich nur mit der Gesetzeslage für Rom selber aus, aber üblicherweise ist es so, dass du eine kurze Waffe, also die nicht länger irgendwie als ein Unterarm ist, bei dir tragen darfst, so sie denn nicht gekrümmte Klinge hat. Krumme Klingen sind ein Zeichen von Hinterhältigkeit. Also die Sika, was ein geschwungener Langdolch ist, die gilt so als klassische Attentäterwaffe. Aber ein Pugio, ein gerader Dolch römischer Machart, der ist in Ordnung. Und natürlich auch Messer und dergleichen. Alle Langwaffen gelten als extrem unfein im Stadtgebiet. Und dementsprechend auch hier. Ja, wenn ich sowas besitze, würde ich das dann auch mitnehmen, ja. Ich würde auch was mitnehmen, aber ich würde eine Waffe keltischer Machart mitnehmen, weil ich ja sehr überzeugt bin von der keltischen Schmiedekunst. Ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht von deinem verstorbenen Mann irgendwo tatsächlich noch ein keltisches Schwert hast, das vielleicht nie außer Haus geführt wurde, aber das man unter einer Palla an der Seite getragen durchaus verbergen kann, wenn man vorsichtig läuft. Das ist sehr viel Stoff. Die Palla ist so eine große rechteckige Stoffbahn, die eine verheiratete römische Frau sich mehrfach umschlingt und über die Haare legt, zum Dekoration oder möglicherweise um zu verhindern, dass sie schneller laufen kann. Das ist in einer patriarchalen Gesellschaft immer so die Frage. Aber es ist auch sehr schick und ermöglicht sehr viel darunter zu verbergen, von Geldbeuteln bis hin möglicherweise zu Waffen. Lunea hat ohnehin ihren Stab und ihren Bogen, obwohl der Bogen, wie wir oft gehört haben, nicht für Menschen gedacht ist.
Dabei bleibe ich. Dabei, ich schieße nicht auf Menschen. Die Römer scheinen das nicht ganz so zu verstehen. Ihr richtet euch ein in und aus und sammelt Dinge ein. Was möchtest du so an Waren mitnehmen, Erin? Du hast zum Beispiel so einen kleinen ja, Auslage, wo zahlreiche kleine Werkzeuge für Soldaten drin sind. Das sind so Dinge wie Pinzetten, um Nasenhaare zu ziehen und kleine Löffelchen, um Schmalz aus den Ohren zu holen und silberne Zahnstocher und dergleichen. Also einfach und, für die Körperpflege. Und Nägel für deren Schuhe vielleicht, weil ich denke mir so, die haben ja einen langen Marsch hinter sich. Vielleicht ist die, ich nehme so ein bisschen Nägel auch mit, also quasi so Reparatur, Kleinmetall-Sachen, aber ja natürlich auch gerne ein bisschen Hygieneprodukte. Julius, was denkst du, was noch wertvolle Gegenstände wären, die wir verkaufen können? Nun, also ein solches Lagerleben ist natürlich sehr in sich unabhängig, das stimmt auf jeden Fall. Da, glaube ich, ist für das Gröbste gesorgt, aber solche kleinen Schmuckstücke sind immer gern gesehen auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite sind es Gallier, also das ist natürlich jetzt nicht mit einer römischen Legion zu vergleichen. Also da müsste uns Valio vielleicht weiterhelfen, was man da bedarf oder was nicht. Ich glaube, sie brauchen gutes Essen. Und Gutes zu trinken, wenn ihr das habt. Das ist tatsächlich nicht unser Haupthandels. Dann weiß ich auch nicht weiter. Was du hast, sind Siebe und Kännchen zur Herstellung von Getränken, wo Kräuter mit reinkommen. Also mit Kräutern, mit Gewürzen versehener Wein oder Posca, was ein Essiggetränk ist, wo aber auch meistens Kräuter mit eingelegt werden. Aber ich habe quasi nur die Behälter, nicht das Zeug selber, aber halt eben das, was man braucht, um das zuzubereiten. So eine kleine Terrine und ein Bronzesieb, mit dem man dann Sachen rausfischen kann. So etwas ja, komm, nehmen wir mit. Du hast eine kleine Sammlung. Das heißt, du klapperst, du hast so ein im Grunde so eine Art Holzköfferchen, in dem sich Sachen befinden. Und als du fertig bist, kommt Senia wieder rein, die du am Morgen losgeschickt hast, tatsächlich zu diesem Militärlager. Und bleibt über etwas überrascht stehen bei der Kombination, die mehr oder weniger die ist, die sie auch verlassen hat, nur plus Hulario. Ah, gut, dass ich euch antreffe, Domina. Darf ich einen Schluck Wasser trinken? Senia, ich bitte darum. Verzeihung. Der Bruder meiner Mutter... Ist etwas passiert? Oh nein, ich habe mich nur beeilt und es ist relativ warm. Okay. Der Bruder meiner Mutter arbeitet tatsächlich immer noch unter den Helfern bei der Ala. Ach, hervorragend. Das heißt, über ihn könntet ihr vielleicht an Informationen kommen oder in Gespräche. Grosukus, er arbeitet als Ferrarius, als Schmied. Grosukus? Grosukus oder Grosuch, wenn ihr seinen gallischen Namen verwenden wollt. Vielen Dank. Ist er vor Ort noch immer? Warst du direkt dort oder müssen wir ihn in der Stadt aufsuchen? Ich war dort. Er ist bei den ganzen Lixae, bei den Leuten, die der Armee folgen und sie versorgen. Senia, ist dir vielleicht etwas aufgefallen, was ausgerechnet dieser Abteilung ganz besonders fehlt, was wir aber vielleicht zufällig haben könnten? Was wir zufällig haben könnten? Ganz zufällig. Ich habe gehört, dass einer von den niederen Offizieren sich darüber aufgeregt hat, dass sein gesamtes Geschirr auf der Reise zerbrochen ist. Hervorragend. Also wenn du feines Essgeschirr oder Glas für ihn hättest, könntest du dich bei ihm sicherlich gut einstellen, sag ich mal. Vielen Dank, das hilft uns schon mal sehr weiter. Dann sehe ich mich kurz einmal weil ich bin ja wahrscheinlich immer noch im Lager, ob ich da noch ein paar Reste habe, die ich mitnehmen kann. Ja, ansonsten aus Glas hergestellte Spinnenwirteln, die sind bei den Kelten durchaus beliebt, das geht in die andere Richtung. Und Schmuckperlen, das ist die Frage. Die Armee hat sicherlich auch haufenweise Frauen dabei, unter den Lixae, also den dem Tross mehr oder weniger, dem Semi-Offiziellen der Armee, sind auch immer Frauen, sowohl Wäscherinnen als auch Prostituierte, als auch tatsächlich Ehefrauen und Kinder von Soldaten. Oder hier solche Fibeln. Wir Gallier brauchen immer etwas, um unseren Mantel zusammenzuhalten. Oder natürlich Hosen. Aber das ist schon wieder spannend. Nur eine. Valio, vielen Dank. Ich glaube, so ein paar Fibeln nehmen wir auch mit. Aber was anderes, ich wende mich da an die Bedienstete. Habt ihr einen jungen Gallier aus meinem Stamm gesehen? Ich beschreibe ihn etwas. Vor allem eine Narbe auf der rechten Wanne zeichnet ihn aus. Nicht, dass es mir aufgefallen wäre, Herr. Und sie antwortet tatsächlich auf Gallisch, das du durchaus verstehst. Sie spricht vindelisches Gallisch. Das ist halt einfach nur im Grunde mit einem Dialekt versehen für dich, vom Hören her.
Nicht, dass ich ihn gesehen hätte, Herr. Es sind vor allen Dingen junge Leute und Frauen und Handwerker unter den Galliern, die dem Lager auch folgen. Hm. Aber die Krieger habt ihr auch gesehen? Ich habe die Reiter gesehen, ja. Aber diese tragen römische Tracht, selbstverständlich. Ah, und ich weiß nicht, ob ich einen gallischen Krieger erkannt hätte. Die meisten haben sich tatsächlich, sie macht so eine wischende Geste, den Bart entfernt. Eine Unsitte. Nun gut, wir werden ihn finden. Das hoffe ich doch sehr. Kann ich sonst noch etwas für euch tun, Domina? Nein, Senia. Vielen, vielen herzlichen Dank. Danke, dass du den Ausflug gemacht hast. Wir werden uns dann nach Rosicus umsehen. Gut. Soll ich euch begleiten oder soll ich mich im Haus um Dinge kümmern? Abendessen vorbereiten? Sind wir bis Abend zurück? Möchtest du denn gerne mitkommen, Senia? Möchtest du dabei sein? Du kannst gerne mitkommen, aber du musst nicht. Wenn dir eher danach ist, zu Hause zu bleiben, kannst du das auch machen. Aber für ein kleines Abenteuer bist du doch auch zu Domina, wenn ihr verzeiht, ich bin die Strecke jetzt schon einmal hin und zurück gelaufen. So soll es sein. Sie wirft einen Blick auf Valio, werde nach den Pferden die Pferde holen lassen. Hervorragend. Die werden wieder bereit gemacht. Das Pferd wird wahrscheinlich gar nicht mehr abgeschirrt, sobald es irgendwo übergeben wird aktuell. Ich glaube, Valios Pferd wird sowieso gar nicht, wie heißt das, abgeschürt, weil er sowieso immer... Genau, meins war ja eh dabei, genau. Wollt ihr auch Reittiere? Soll ich welche anheuern? Sehr gerne. Ich glaube, es wird sonst relativ schwer, die Waren zu tragen. Gut. Vielen Dank. Es dauert dann noch einen Moment, aber es werden euch bereitgestellt ein weiteres Reitpferd und ein relativ gutmütiges, großes Maultier, das für Erin bereitsteht. Die Bediensteten helfen euch auch in den Sattel. Nur für die Leute, die sich fragen, warum ist das nötig? Der Steigbügel ist noch nicht erfunden. Oh. Ihr wisst gar nicht, was euch fehlt. Tatsächlich. Und das heißt, die Sättel, auf denen ihr sitzt, sind relativ flach und haben vorne und hinten zwei Hörnchen, die einem ein bisschen Halt verleihen. Aber zum Beispiel an das Lanzenreiten, das wir aus dem Mittelalter kennen würden, ist überhaupt nicht zu denken mit dieser Ausrüstung. Die römische Kavallerie wird erst später schwer, wenn die Sarmaten, ein Reitervolk, das deutlich weiter östlich lebt, ihnen gepanzerte Pferde und Steigbügel anfängt näher zu bringen und es dann möglich wird, auch mit schweren Waffen sinnvoll vom Pferderücken aus zu kämpfen. Gut, so angetan auf Reittieren geht es dann nach Süden. Dort führen die Straßen, die Richtung Phöides führen. Und von Phöides aus gäbe es dann Verbindung tatsächlich zur Via Claudia, die über die Alpen führt. Und dort lagert aktuell Entschuldigung, ich kann mir den Titel nicht gänzlich auswendig merken und ihr werdet in einer Sekunde merken, warum. Die Ala Secunda Flavia Miliaria Pia Fidelis Alexandriana. Was für Iulus natürlich eine Menge Informationen enthält, nämlich erstens, dass es eine 1000 Mann starke berittene Truppe ist. Das ist eine Ala Miliaria und dass sie durchaus schon im Kampfeinsatz war, dass sie die zweite ist, die nach Flavius benannt ist. Insofern kann man daraus Rückschlüsse führen. Also wenn man wirklich dann einen Überblick hat über die Titel, weiß man, wo ist sie her, wann ist sie gegründet worden. Aber für dich sagt es vor allen Dingen, es ist eine große Ala und von denen gibt es relativ wenige im Dienste des Römischen Reichs. Die besteht ausschließlich aus Kavallerie, dann, oder wie? Die kämpfenden Einheiten sind alles Kavallerie, das sind alles Berittene. Und die haben natürlich aber noch haufenweise Tross dabei. Also ich bin auf jeden Fall guter Dinge. Ich freue mich und kann gar nicht erwarten, bis zu reiten. Dann zu Pferde. Also ich dachte, wir sind schon unterwegs. Sind wir noch nicht am Reiten? Seid jetzt schon am Reiten. Wir gehen davon aus, dass wir eine Montage hatten, wie ihr alles bereit macht, die Pferde angeschirrt werden, ihr aufsteigt. Und dann geht es los. Ihr seid aus der Stadt ja auch ziemlich schnell raus. Darf ich während des Rittes ein kurzes Gespräch führen? Selbstverständlich. Ich reite mal an die Seite von Iulius Spurinus und frage ihn, Römer, sagt mir doch mal, warum habt ihr eigentlich drei Namen? Könnt ihr euch nicht entscheiden oder was soll das eigentlich? Nun, es gibt natürlich viele andere Römer und wir versuchen normalerweise immer gut organisiert uns aufzustellen und deswegen ist es wichtig, uns genau zu unterscheiden. Natürlich, das Römische Reich dauert schon sehr, sehr lange an. Da ist es natürlich wichtig, dass sein einzelner Name in der Geschichte auch seinen Platz hat, den er gebührt.
Damit ist es wichtig, sich auch genau identifizieren zu können. Und wie ruft man euch jetzt? Also wie soll ich euch nennen? Julius oder Fronto? Wie? Du kannst mich Julius nennen, das ist kein Problem. Julius, nun gut. Und du meintest, du hättest schon mal mit Römern gekämpft? In der Tat. Auch unser Stamm wurde von den Römern schon angeheuert, an ihrer Seite zu kämpfen. Was bleibt uns übrig? Wir sind zu schwach, um sie zu besiegen. Ja, früher war das anders. Die Alten, die Barden, singen heute noch die Lieder, als unsere Vorfahren irgendwann in sogar in Rom standen und die Stadt geplündert hatten. Aber die Zeiten sind wohl lange her. Und trotzdem seid ihr so erpicht darauf, diesen Vedimus aus den römischen Reihen zu ziehen, obwohl ihr selbst schon Seite an Seite mit Römern gekämpft habt. Ja, wir machen es nicht gern. Wir machen es, weil wir es müssen. Also ich zumindest. Für meinen Fürsten kann ich hier nicht sprechen. Aber meint ihr denn nicht für diesen Vedimus? Ich meine, wer lange genug in den Auxiliaren gedient hat, kann römischer Bürger werden. So wie ich. Ich meine, das ist doch ein hehres Ziel für einen Gallier. Ich gucke ihn von oben bis unten an. Nun ja, ich weiß ja nicht. Braucht er wirklich drei Namen? Nein. Nun gut, aber ich meine nur, ihr solltet euch darauf einstellen, dass er vielleicht dort auch Gefallen findet in dieser Einheit. Es klingt so, als ob ihr uns gar nicht hier helfen wollt. Doch, natürlich. Es ist mir natürlich ein wichtiges Anliegen, aber ich kann es nur verstehen. Ich meine, ich weiß nicht, wie es ist, Gallier zu sein, aber ich denke, die Aussicht darauf, mit Römern zu kämpfen, unter römischen Offizieren zu kämpfen, ist doch eine attraktive Aussicht, oder nicht? Ja, wir werden sehen, was er zu sagen hat. Wie ist das eigentlich, Julius? Kennt die Offiziere euch alle untereinander? Also du natürlich als Ex-Offizier, aber sonst so, kennt man sich da? Nun, es gibt natürlich bekannte Offiziere, von denen man schon gehört hat. Ansonsten, die Auxiliaroffiziere, die sind natürlich weit versetzt von ihrer wahrscheinlichen Ursprungslegion. Das ist natürlich was anderes. Und ansonsten muss man ein bisschen Glück haben, wen man so trifft und wer weiß, Dinge weiß und nicht weiß. Das ist natürlich, da muss man aufpassen. Natürlich. Wir hoffen das Beste. Gut. Wir geben den Pferden die Sporen, falls wir sowas haben. Das ist eine gute Frage. Du als adeliger Kelte hast möglicherweise so etwas. Ich bin gerade im Überlegen. Ich meine, es gäbe Spurenfunde aus reichen keltischen Gräbern. Ja. Die sind relativ klein, aber auch sehr schick. Natürlich. Du gibst also deinem Pferd die Sporen, der Rest muss darauf verzichten. Und haltet auf das Militärlager zu. Und als ihr anfangt, durch den Lärm und dergleichen schon zu ahnen, dass ihr um die nächste Biegung in den schönen Hügeln, die größtenteils entwaldet wurden, offensichtlich durch den Bau der Stadt oder durch irgendwelche anderen Anstrengungen, dass ihr da dann den ersten Blick auf das Lager erhaschen werdet, als euch ein Pferd entgegengeprescht kommt, mit angelegten Ohren, weit aufgerissenen Augen und Schaum an den Nüstern, das in vollem Galopp entlang sprengt die Straße und ihr hört im Hintergrund Rufe von Leuten, die zichtig aus Atem sind. Das kann doch nicht! Wie weit kann dieser Gaul noch rennen? Unglaublich! Was tut ihr? Ah, ich versuche ganz spontan irgendwie einen Strick, den ich natürlich immer dabei habe, zu nehmen und irgendwie das Pferd an die Seite des Pferdes zu reiten und es irgendwie festzuhalten und so. Dann gucken wir mal, wie gut du reiten kannst. Ich erinnere mich, du hast Reiten einen 60% Wert. Mhm. Ich glaube, die beste Reiterin der ganzen Gruppe ist Lunea als Priesterin der Epona. Aber wir gucken erstmal, wie es dir gelingt. Eine 66, knapp darüber. Du gibst deinem Pferd die Sporen und es folgt tatsächlich auch deinem Befehl, aber du verschätzt dich ein wenig. Es ist ja auch kein einfaches Manöver tatsächlich, mit dem Strick von deinem Pferd aus das andere einzufangen. Für einen Moment berührst du kurz die Mähne des anderen Tieres und dann ist es an deinem vorbei. Es gibt noch einen leichten Zusammenstoß mit dem Rumpf. Mehr oder weniger touchieren sich die Tiere. Dein Oberschenkel wird für einen Moment eingeklemmt und der Schmerz, den du in den Beinen hast, der erwacht wieder für einen Moment zum Leben. Aber das andere Pferd wird zumindest dadurch irritiert und tänzelt beiseite, die Ohren jetzt aufgerichtet und versucht, einen Überblick über die Situation zu bekommen und ob es in eine andere Richtung fliehen sollte. Was macht der Rest? Bei Epona, was für ein Viech! Ich würde versuchen, mein Pferd so in den Weg zu lenken. Ich weiß nicht, wie breit ist denn der Weg, auf dem wir sind?
Das ist eine tatsächlich relativ neu angelegte, gut römische Straße und die muss mindestens so breit sein, dass zwei Karren aneinander vorbeikommen. Das heißt, du kannst es dir im Grunde vorstellen wie zweimal ein Zuggleisbett, weil das lustigerweise bis heute ungefähr gleich breit ist wie ein römischer Karren. Also ich würde auf jeden Fall versuchen, dem Pferd in den Weg zu reiten, um es abzubremsen. Mhm. Dann können wir auch mal schauen, wie gut kann eigentlich... Ja, ich bin nicht so gut im Reiten, leider. Das Reiten nicht ganz so gut. Das ist nicht deine Spezialisierung. Reiten... Deswegen sollte es jetzt auch kein so aufwendiges Manöver sein, aber... Ja, du bewegst dein Pferd in die Richtung. Es ist kein aufwendiges Manöver mit einer 71. Du bewegst dein Pferd grob in die Richtung, aber das ändert im Grunde nichts an der Situation, außer dass du halt von der Straße runterreitest. Und das Tier, das dir zur Verfügung gestellt wurde, das zum Anlass nimmt, den Kopf zu senken und anzufangen, von dem Kraut, das dort wächst, zu naschen. Oh, aber heißt das, es ist stehen geblieben? Ja. Also nein, sein Pferd ist stehen geblieben und frisst jetzt das andere Pferd. Ist stehen geblieben. Er ist von der Straße runtergeritten. Er versperrte mit dem anderen Pferd tatsächlich ein bisschen den Weg, aber in erster Linie hat sein Gaul angefangen zu mampfen. Okay, naja, als Priesterin der Epona kenne ich mich natürlich gut mit Pferden aus und weiß, es sind Herden- und Fluchttiere. Deswegen gehe ich davon aus, es hat sich vor irgendetwas sehr schlimm erschreckt. Heißt aber auch, mit einer Herde, die wir ja vor Ort haben, können wir es beruhigen. Also nehme ich mein Pferd, das ich bestimmt schon ganz lange habe, oder? Wie lange habe ich mir? Ja, wir sind Best Buddies. Du hast das vom Jährling an aufgezogen. Ja, logisch. Ja, klingt nach Lunea. Ich reite mit dem Pferd sehr entspannt zu dem anderen Pferd hin, um quasi die Entspannung meines Pferdes auf das andere Pferd zu übertragen. Mhm. Du hast eine 80 im Reiten oder eine 70 zumindest. Eine 70. Eine 70. Das heißt tatsächlich, du beherrschst dein Pferd ohnehin einfach nur dadurch, dass du Hilfen gibst, indem du dein Gewicht verlagerst und Knie und Unterschenkel anlegst. Lenkst das dahin und kannst ein paar beruhigende Gesten machen zu dem Pferd, vermeidest ihm direkt in die Augen zu sehen, stellst deins quer zu ihm und du siehst, wie das sich langsam entspannt. Die Nüstern werden wieder etwas schmaler, die Ohren entspannter, drehen sich hin und her und dann macht es so einen etwas zögerlichen, aber freundlichen Schritt auf dein Pferd zu. Strick den Hals und machst du das. Ich tätschle es. Es fängt an, mit seinem seidigen Maul, so mit der Oberlippe an deiner Hand rumzubasteln und sucht offensichtlich nach irgendwas zum Naschen oder irgendeiner Kleinigkeit. Habe ich einen Apfel? Gibt es Äpfel? Habe ich einen Apfel? Es gibt Äpfel. Die sind zwar viel kleiner und saurer als heute, aber ja, es gibt Äpfel. Ich gebe ihm einen Apfel. Es fängt da an, fröhlich drauf rumzukranschen und zu kauen. Und die Leute, die aus dem Lager offensichtlich hinterhergelandet sind, bleiben jetzt stehen, dankbar dafür, dass die Situation etwas entschärft worden ist und nähern sich jetzt auch langsam. Ruhig, ruhig, ruhig. Vielen Dank, gute Frau. Die Person schaut dich etwas nachdenklich an und wiederholt das Ganze dann auf Gallisch. Vielen Dank. Sehr gerne. Was ist denn mit dem Tier passiert? Es gab Lärm, es hat sich erschreckt und es ist noch nicht an das Lagerleben gewöhnt. Wir sind gerade dabei, es einzugewöhnen. Er schafft es, zum Zaumzeug des Tieres zu greifen und es damit wieder unter Kontrolle zu bringen, ein bisschen. Es soll ein gutes Geschenk werden in Zukunft für einen Offizier. Eine gute Zucht, eine wirklich gute Zucht, aber ihr seht selbst, die Nerven sind noch schwach. Ein sehr schönes Tier. Gut, dass ihr das getan habt. Mein Dank ist euch sicher, ich kann euch nichts dafür anbieten. Das ist in Ordnung. Wir wären bereits dankbar, wenn ihr uns zu eurem Lager mitnehmen würdet. Wir hätten ein Anliegen. Wir suchen eine Person und wollten bei euch nachsehen. Oh, sicher. Es ist überhaupt kein Problem. Ihr hättet es sowieso gefunden, wenn ihr der Straße einfach weiter gefolgt wärt. Kommt mit. Sie führen den jungen Hengst die Straße runter, der jetzt leicht aufmüpfig tänzelt, aber gutmütig bleibt. Lunia kann das sehen an seiner ganzen Haltung, an den Ohren und wie locker er jetzt aufgestellt ist und keine Anspannung mehr in seinem Rückgrat hat. Und dann, um die Kurve herum, den beiden Leuten folgen, die das Pferd wieder zurückführen, seht ihr auch das Lager vor euch liegen. Es ist tatsächlich ziemlich sauber aufgestellt. Iulus weiß das vielleicht zu schätzen. Grob nach den Idealplänen, die für sowas vorgesehen sind. Ihr seht die Contubernia, die großen Zelte, die jeweils 8 Mann beherbergen sollen. Die haben dann jeweils die Pferde direkt daneben aufgestellt, ähnlich so wie es dann auch bei einer festen Einrichtung sein würde. Die Anordnung mit den Zelten, wo die Offiziere sind, wo die wichtigsten Reden gehalten werden und wo auch die Feldzeichen aufbewahrt werden. Im Zentrum
an einer Achse ausgerichtet und weiter hinten dann die ganzen Hilfsbereiche des Lagers. Und drumherum Wälle, die ausgehoben sind, Flöcke, die hineingerammt wurden, um eine Befestigung zu bilden, die euch verdächtig an gallische Befestigungen erinnert. Es sieht fast aus wie zu Hause, nur dass es nicht rund ist, sondern eckig. Und drumherum Zelte, kleinere Lagerteile und ein Lärm, der aufsteigt davon von zahllosen Stimmen und Handwerkern, die allesamt beschäftigt sind und wenig Interesse daran haben, das Ganze leise zu erledigen. Ach herrlich, da geht einem doch das Herz auf. Dieses herrliche Lagerleben, das bunte Treiben, der Zusammenhalt, die Kameradschaft. In solchen Lager findet ihr alles, was wir brauchen. Na, hoffentlich wirklich? Auch Venimo. Ich hoffe, wir haben hier nicht alles, was sie brauchen, denn wir haben einiges dabei. Aber ist nicht die Aufgabe eines guten Händlers, Dinge zu verkaufen, die sie vielleicht gar nicht brauchen? Ja. Julius, sag mal, ich habe eine Frage. Warum sehen die Befestigungen ähnlich aus wie die, die wir von den Galliern kennen? Liegt das daran, dass es eine Auxiliartruppe ist? Baut ihr die sonst anders? Also normalerweise sieht das alles ein bisschen ordentlicher und besser verarbeitet aus. Das ist klar, das kann man natürlich bei diesen Auxiliartruppen nicht erwarten. Aber sieht schon ganz ordentlich aus. Okay. Kannst du uns dann sagen, in welchem Zelt wir am ehesten jetzt einen Ansprechpartner finden würden? Naja, also uns wurde ja dieser Lucius genannt. Der ist wahrscheinlich dort hinten bei den Offizierszelten. Okay. Nehme ich mal an. Dann steuern wir die wohl an. Dann haltet ihr auf den Eingang des Lagers zu. Die beiden Pferdehändler, nehmt ihr an, biegen vorher ab zu dem kleinen, im Grunde ja, sowas wie ein fahrendes Vicus. Ein Händlerdörfchen, das sich daneben gebildet hat. Und es stehen wenig überraschend Wachen am Eingang zu dem Lager, wo es eine Lücke gibt in den Befestigungen, dem Graben und dem Wall, die dort ausgehoben sind. Wo auch jemand, wenn auch etwas gelangweilt, schließlich ist man hier eigentlich auf sicherem Gebiet und ihr seht nicht zwingend bedrohlich aus. Es ist nur ein einzelner gallischer Krieger, der da angeritten kommt. Salvete, wer seid ihr und was führt euch her? Salve, salve, willkommen aus Cambodunum. Wir sind auf der Suche nach Lucius. Der eine fängt an zu lachen. Und der andere macht so eine unwirsche Geste, dass der sich nicht so anstellen soll. Welchem? Nun, uns wurde gesagt, man kann sich an ihn wenden, wenn man als gallischer Kämpfer hier teilnehmen möchte. Ist das so? Gut, wie ihr euch vorstellen könnt, haben wir ungefähr 100 Lucius. Lucius ist, glaube ich, wahrscheinlich der richtige Lucii, Gänse. Beim männlichen Lucii oder Lucius. Es gibt den, ja auch den, das verlängerte U. Ich bin mir gerade nicht sicher, was die richtige Wortzahl ist. Lucii, Lucius, vielleicht weiß es jemand im Chat. Aber auf jeden Fall haben wir eine Menge von ihnen. Fast 100 Stück, würde ich sagen, im Lager. Und man kann sich aus den unterschiedlichsten Gründen an sie wenden. Viele für ihn für Latrinendienst in erster Linie. Aber angenommen, unser stolzer Krieger Vallius hier möchte sich anschließen, diesen Auxiliartruppen. Wo würde er sich denn hinwenden? Nirgendwohin. Aktuell suchen wir nicht. Wir heuern niemanden an. Die Ala ist bei voller Mannstärke. Vor ungefähr einer Woche sollte hier einer dieser Gallier hier vorbeigekommen sein. Vedimus hieß er. Der wollte hier sich rekrutieren lassen. Habt ihr davon was mitbekommen? Ich wüsste davon nichts. Zugegebenermaßen solltet ihr euch da aber tatsächlich an einen der Offiziere wenden. Heißt einer davon Lucius? Sicherlich ja. Mehrere. Ich glaube mindestens 3 unterschiedlichen Ranges. Ich kenne auf jeden Fall einen Decurio namens Lucius. Aber keiner der Präfekten. Wir nehmen an und arbeiten uns hoch. Gut. Sag mal, ich spreche sie auf Keltisch an. Mhm. Sagt mal, habt ihr alle jetzt diese römischen Namen übernommen oder was ist mit euch? Der schaut dich an, zuckt mit einer Schulter und sagt, sie können das nicht aussprechen sonst. Ihr die Römer jetzt oder was meint ihr? Ja. Ah, okay. Und deswegen nennt ihr euch jetzt alle Lucius. Mhm. Die meisten Lucius hier sind eigentlich ein Lug. Oder etwas Ähnliches. Ihr heißt auch nicht Vallius, nehme ich an. Vallio. Und ich habe gelernt, wenn ihr euch nicht unterscheiden könnt, dann solltet ihr euch noch 2 andere Namen
gönnen. Deswegen hatte ich gefragt, welcher Lucius. Es gibt eine Menge verschiedener. Lucius Claudius, okay. Lucius Rufus, Lucius Rufinus. Es sind eine Menge verschiedene. Sind eure Offiziere auch unser eins? Nur die niedrigsten Ränge. Hilario beugt sich vor. Soll ich das übersetzen für Iulus? Ja, gerne. Ja. Dann übersetzt er. Das auch mit. Nein. Die Präfekten sind allesamt Römer. Die Tribune selbstverständlich. Und unser Kommandant natürlich auch. Und in unserer Angelegenheit, was ratet ihr uns? Sollten wir mit einem von den Römern sprechen oder mit einem von den unseren? Ich denke, ihr solltet mit einem von den Römern sprechen. Ein Dicurio ist nur für einen Contubernium, also für einen 8-Mann-Trupp zuständig, maximal für 10 Mann. Der wird euch nicht wirklich sagen können, ob hier im Lager jemand groß etwas versucht hat. Na gut, Iulus, dann seid ihr wohl wieder gefragt. Mit den Offizieren könnt ihr vermutlich besser. Ihr habt ja natürlich, selbstverständlich, wenn es römische sind, ja, dann... gehe ich dahin? Ich weiß, ich kenne mich persönlich jetzt auch nicht so gut in einer Legion aus, aber mein Charakter ist da besser. Aber wir erwarten das. Ihr erwartet das. Du weißt, dass die halt immer nach demselben Schema aufgebaut sind. Du hast ja auch Militärdienst zumindest mal angefangen. Und dementsprechend weißt du, dass die wichtigsten Offiziere alle im Zentrum ihre Zelte haben werden. In der Nähe eben auch von den Zelten, die für die Standarten zuständig sind und eben auch, wo die wichtigsten Reden und dergleichen gehalten werden. Das heißt, du hältst die Hauptstraße erst einmal auf das Zentrum des Lagers zu. Rechts und links sauber aufgereiht die Zelte. Überall riecht es intensiv nach Pferden und dem, was Pferde so hinterlassen an Häufen und Flüssigkeiten. Und vermutlich laufen reihenweise Lucii an euch vorbei. Mich wurde darüber aufgeklärt, das ist eine O-Deklination, es müsste Lucii heißen. Und tatsächlich sehen die wenig keltisch aus dafür, dass es eine gallische Ala sein soll. Die meisten sind rasiert, sie tragen Tuniken, die bis zu den Knien gehen, Halstücher, die den Nacken ein wenig vor der Sonne schützen. Die Haare sind meistens gestutzt und sie tragen auch das Cingulum in der Regel, den römischen Gürtel, der sie als Soldaten ausweist, mit Metallbeschlägen, die vorne herabhängen. Die wenigsten haben noch irgendwie Zeichen dafür, dass sie gallischer Herkunft sind, wenn irgendwo eine Fibel an einem Mantel befestigt ist, die nicht römisch aussieht. Oh mein Gott, hoffentlich hat sich Venimo nicht schon rasiert. Uns wird es noch schwieriger, ihn zu finden. Das ist die schlimmste Vision von dem, was passiert sein könnte. Absolut. Als euch den Zelt... Vögel fliegen. Du möchtest nach Vögeln Ausschau halten, die übers Lager fliegen? Ja. Du hebst den Kopf und du siehst tatsächlich einige Kreisen. Gucken wir mal, was dir deine Ausbildung als Priesterin zu dem Vogelflug sagt. Eine 61 ist eine ziemlich gute Deutung. Mhm. Vor deinem Wert von einer 80. Da kreisen tatsächlich einige Krähen, aber was dir mehr auffällt, sind die Tauben, die aufstieben aus dem Zentrum, als irgendetwas sie stört. Mit einem lauten nach südlich in den Wald halten. Das, was ihr sucht, ist verborgen und möglicherweise mit Schwierigkeiten verbunden. Vielleicht sogar einer Reise, ob die physischer Natur ist oder spiritueller, dass ihr euch vielleicht einfach auf andere Dinge einstellen müsst, als ihr erwartet habt. Mhm. Ob Valio vielleicht den Bart rasieren muss und ihr euch an römische Gepflogenheiten gewöhnen müsst, um ihn zu finden, das könnte beides sein. Olune, habt ihr eine Vision? Könnt ihr uns führen? Ich bin ganz ehrfürchtig. Ich gebe genau das wieder, weil in schönere Worte kann ich es nicht packen. Ist das eine körperliche Reise oder eine Reise des Geistes und des Verständnisses? Und ich halte Ausschau nach Orten, wo wir uns später aufstellen können, um Sachen zu verkaufen. Und stupse Iulus so an, so, Iulus, wo wäre hier der beste Ort, um uns später aufzustellen? Jetzt mal eins nach dem anderen, langsam. Ja, ich weiß, eins nach dem anderen, aber ich bin schon ganz nervös. Also ich bin ein zu einfacher Mann, Lunea. Ich habe es nicht verstanden. Was soll uns das sagen? Wo sollen wir hingehen? Das wird das Schicksal uns zeigen, sobald es an der Zeit ist. Weiter. Als ihr euch dem Zentrum nähert, wo ein Platz freigelassen wurde
für das Tribunal, also von wo aus die wichtigsten Reden von Offizieren gehalten werden, hört ihr jemanden mit einer lauten und kommandogeübten Stimme. Eine Schande für die gesamte Ala in eurem Betragen, in der Art und Weise, wie ihr euch pflegt, ungewaschen und die Tunika verschmutzt, am Rande gänzlich ausgefranst. Ein Anblick, den ich auf keinen Fall jemals wieder sehen will. Das heißt aber auch, dass ihr definitiv daran erinnert werden müsst, wie das Betragen eines römischen Soldaten zu sein hat. Für diese Desidia, für diese Unzulänglichkeit im Erscheinen, im Auftreten und in der Pflege eurer Ausrüstung wird zunächst einmal eure Nahrungsration von Weizen auf Gerste umgestellt und derjenige unter euch, der des schlimmsten Verbrechens schuldig war, in absoluter Vergammelung seiner Pflege, was die Füße, den Fußwickel und seine Schuhe angeht, wird das Kingelum einbehalten, bis er sich dieses wieder verdient hat. Dort geht jemand auf und ab mit einem Helm, der mit zwei Federn markiert ist. Das Zeichen eines Decurio, wie Iulus weiß, eines Unteroffiziers. Und davor stehen mehrere Soldaten, von denen jetzt einer mit gesenktem Haupt vortritt, seinen Gürtel löst und dem Offizier überreicht, dem Unteroffizier. Oh mein Gott, nicht seine Hose. Was für eine Demütigung. Es ist nur der Gürtel. Du glaubst, er trägt gar keine Hose. Oder nein, er trägt eine Hose, die nur knielang ist? Mit dem Gürtel fängt es an. Sechser. Ich kann gar nicht hingucken. Und hier soll Venimo, will er kämpfen. Es gab schon Verwarnungen deswegen. Und sollte noch einmal es eine Niederschrift geben, dass ihr in eurem Contubernium eine solche Sauerei anrichtet und einen solchen Mangel an Geflissenheit zeigt, dann wird es möglicherweise zu einer Prügelstrafe kommen. Und ich möchte daran erinnern, alle hier, alle, auch die anderen Contubernia, dass die Sauberkeit, die Reinlichkeit und die Hörigkeit des Soldaten erste Pflichte sind und dass auch schon eine Legion mag einer Dezimierung unterzogen sein kann, wenn sie in der Art die Zügel fahren lässt. Es gibt ein Gebohr und ein Geraune. Wenn wir uns die Leute anschauen, die da gerade zurechtgewiesen wurden, erkennen wir unter ihnen Venimo? Nee, ne? Die werden jetzt tatsächlich abkommandiert und sollen gehen. Und als sie sich umwenden, werft ihr einen Blick, aber niemand entspricht der Beschreibung. Erstens haben alle keine Bärte und zweitens auch keine sichtbare Narbe auf der Wange. Und einige von ihnen rollen mit den Augen, während der Decurio es nicht sehen kann, als sie dann tatsächlich relativ zackig Kerbmarsch machen und zurück zu ihrem Contubernium geschickt werden. Die werden ja behandelt wie Sklaven, meine Güte. Und Disziplin ist das Wichtigste in einer solchen militärischen Einheit. Der Decurio steigt von dem kleinen Podest, auf dem er stand, also im Grunde nur so eine kleine hölzerne Bühne, herunter, macht mehrere Schritte in Richtung der Hauptstraße des Lagers, sieht dann euch und zieht die Augenbrauen zusammen. Salve, Decurio. Salve, Bürger. Was kann ich für euch tun? Was bringt euch in das Lager? Wir sind auf der Suche nach einem Gallier, der sich hier vor ungefähr einer Woche gemeldet haben soll. Vedimus. Sagt euch das was? Das wäre mir nicht bekannt. Ich könnte mit den Offizieren reden, die für Anheuerung und Anwerbung zuständig sind. Allerdings würde es mich wundern, wenn er in unsere Reihen aufgenommen worden wäre, da wir aktuell bei voller Mannstärke sind, meines Wissens nach. So denn nicht wieder, und die Götter behüten uns davor, die Ruhe oder etwas anderes ins Lager einfährt, werden wir das wohl auch bleiben, weil wir aktuell, ja, eben sei es den Göttern gedankt, noch nicht wieder im Kriegfall sind, auch wenn Mars bereits seinen begehrlichen Blick nach Osten wirft. Sehr gut. Nun, uns interessiert das weitere Verbleiben dieses Galliers. Deswegen wäre es gut, mit jemandem zu sprechen, der vielleicht mit ihm Kontakt hatte. Ehrenwetter Decurio, selbst wenn wir herausfinden, dass er hier nicht vorbeigezogen ist, wäre es für uns eine Hilfe. Wir müssen nur wissen, ob diese Person hier gewesen sein könnte. Und sicherlich, Domina. Ich will erwähnen, dass es sich um einen Sohn eines Fürsten handelt, eines freien Fürsten. Und wenn ihm etwas zugestoßen sein sollte, dann kann ich versprechen, dann gibt es hier Ärger an den Grenzen. Insofern ist das nicht nur irgendjemand. Das heißt, er ist der Sohn eines Fürsten, der Verbündeter und Freund Roms ist? Ja, wir haben schon für die Römer gefochten, ja.
Wir leben aber nördlich dieses Zaunes. Dennoch, dann seid ihr diejenigen, die als Erste von den Germanen heimgesucht werden, so diese wieder vorrücken. Ja, gegen die Germanen haben wir gekämpft, ja, genau. Mhm. Man hat schon von eurer Tapferkeit gehört. Folgt mir bitte. Oh, ihr könnt die Pferde und das Maultier unseren Knechten überlassen. Keine Sorge. Vielen Dank. Und er hält auf eines der Zelte im Offiziersbereich des Lagers zu, wo er kurz die Plane beiseite schlägt, ein paar Worte wechselt und euch dann zuwinkt, dass ihr tatsächlich eintreten dürft. Da. Wenn ihr sollen das tut, ich gehe davon aus, oder? Ja, ich gucke Julius an. Ist es okay, wenn wir alle eintreten oder habt ihr hier eine bestimmte Ordnung? Ich denke, in diesem Ausnahmefall sollte das in Ordnung sein. Als ihr eintretet, drinnen ist es erstens relativ stickig. Das Zelt ist aus Leder, wie römische Militärzelte das in der Regel sind, und muss mit mehreren Lampen erhellt werden, weil nur trübe das Licht hereinsickert. Dort ist ein Reisetisch aufgebaut und hinter dem steht ein junger Mann, glatt rasiert, kurzes Haar in einem sauberen militärischen Schnitt und mit einem Militärmantel, der schräg auf die Schulter getragen wird, mit einem dünnen purpurnen Streifen daran, der aufschaut. Ah, ihr. Ich hatte nur mit Gallian gerechnet, wenn es um einen der ihren geht. Salve, Bürger. Salve. Salve. Tiberius Claudius Rufus, Tribun. Was, wie du weißt, bedeutet, dass er vermutlich adelig ist und hier seinen Pflichtmilitärdienst ableistet, um seinen Cursus Honorum angehen zu können. Denn in die Politik darf man im Grunde nur, wenn man schon Ausländer erschlagen hat. Ja, ganz kurz so zusammenzufassen. Ganz, ganz wenige Ausnahmen gibt es. Berühmte Ausnahmen durchaus, wie zum Beispiel ein Cicero, der niemals irgendwie vernünftig eine Waffe in der Hand gehabt hat und trotzdem Karriere gemacht hat, aber die wenigsten schaffen das. Was kann ich für euch tun? Er klappt mehrere Schreibtäfelchen zusammen. Ja, seid gegrüßt. Wir sind auf der Suche nach einem Gallier, der hier vor ungefähr einer Woche Station bezogen haben soll, Vedimus. Anscheinend wurde er nicht rekrutiert, wollte das aber. Das ist kurios. Ich denke, das hätte ich mitbekommen, weil ich gerade für die Bevölkerung und alles, was sie an uns heranträgt, zuständig bin. Zum Beispiel auch, wirft einen Blick auf Erin und schaut sich ihre Kleidung an, für Händler und dergleichen zuständig bin, für Verträge. Nein, entschuldigt kurz, ich sehe eben nach und er klappt mehrere von diesen Schreibtäfelchen auf. Die sind innen mit Wachs ausgegossen und da es in lateinischer Kursivschrift sind Notizen drin gemacht. Einen Vedimus, irgendwas in der Art. Habe ich hier keine Fragen, keine Meldungen. Vielleicht hat er sich mit anderem Namen gemeldet. Habt ihr eine Ahnung, wie er sich hätte nennen können? Würde es Ihnen helfen, wenn wir sein Äußeres beschreiben? Wenn es sehr auffällig ist, könnte ich mich vielleicht erinnern. Aber ich sehe viele fremde Gesichter. Naja, er hatte eine Narbe auf der rechten Wange. Ich erkläre nochmal den Hintergrund des Fürstensohns, das, was ich draußen gesagt habe, um ihm die politische Dimension deutlich zu machen. Und sage dann, hier werden ja wohl nicht alle Tage 10 Gallier edlen Geblütes hereinschneien. Also wenn jemand vor 7, 8 Tagen gekommen ist, wird das ja, egal wie er geheißen hat, sagen sie uns einfach alle Namen. Und wenn es auch jeweils 3 sind, dann werden wir ihn finden. Es muss doch irgendwas in den Tafeln zu sehen sein. Er sollte vor etwa 6 Tagen vorbeigekommen sein und hatte ein sehr auffälliges Schwert, was er mit sich führte. Ah. Ja, das macht Sinn natürlich, wenn er ein Fürstensohn ist. Nein, daran würde ich mich erinnern. An einen adeligen Gallier, der hier in den Militärdienst eintreten will. Seid ihr sicher, dass er nicht vielleicht einfach direkt zum Tross gestoßen ist? Bei den Handwerkern? Ich denke, er wollte kämpfen. Dafür war er hier. Keine Bekannten, Verwandten? Die Zeltklappe hinter euch wird wieder gehoben und ein kleiner, etwas schmächtiger Mann in römischer Tracht schaut herein und hält dann inne. Oh, es ist gerade ungünstig, nicht wahr? Es ist ungünstig. Ja, es ist ausgesprochen ungünstig, Lucanas. Dann warte ich draußen. Die Zeltklappe fällt wieder runter. Aber ihr könnt vage doch den Schatten ausmachen von der Person, die davor steht. Lucadas? Lucanus. Ausnahmsweise nicht Lucius.
Schaut auch die Täfelchen durch. In der Regel melden sich Leute, wenn sie keinen römischen Namen haben, für die Niederschrift als Lucius an oder zumindest als ein verbreiteter römischer Name. Oder wenn sie einen Gönner haben, einen römischen, dann mit dessen Namen und nur einem weiteren Beinamen. Hat er einen römischen Gönner, einen Freund, irgendwas in der Art? Ja, das hat er in Cambodunum, den Martialius Titianus. Ja, ich kenne ihn. Nein, niemand hat sich mit seinem Namen gemeldet. Ich fürchte, ich kann euch hier nicht weiterhelfen. Ich muss euch an den Tross verweisen. Und das tut mir leid. Und wenn ihr hinausgeht, sagt dem Sklavenhändler, dass ich noch einen Moment brauche, bevor er hereinkommen darf. Also, es hat sich gar keiner gemeldet. Auch nicht irgendein anderer Gallier mit irgendeinem anderen Namen. Nun, wir haben natürlich niemanden in den Militärdienst generell aufgenommen, aber auch unter den Leuten, die anderweitig irgendwelche Dienstleistungen oder dergleichen anbieten wollten, findet sich niemand, der passt. Okay. Nun gut. Wollt ihr gehen, oder? Ja, wir sollten mit diesem... Naja, ich flüstere so ein bisschen. Ich würde am liebsten ja noch mehr Informationen mitnehmen, weil ich hoffe, dass ich Titus ein bisschen... hinters Licht führen kann, weil das ja gerade der Sklavenhändler war, hätte ich quasi noch mal eine Frage an den werten Herren vor uns. Ach. Ja? Okay. Ich wollte kurz fragen, was denn die aktuelle Sklavensituation sein wird, was geplant wird. Sind größere Bauten geplant hier in der Umgebung oder wird er weitergezogen? Also ob im Bereich Cambodunum tatsächlich Sklaven eingezogen werden? Die Arla selber braucht nur ein paar Servi. Wir haben ein paar auf der Reise verloren. Aber es ist immer gut, sich mit den Händlern dafür zu einigen auf gute Preise, so man denn mal größere Mengen braucht tatsächlich. Zum jetzigen Zeitpunkt wäre das aber noch nicht der Fall. Tatsächlich nicht. Aber meines Wissens nach wird es Arbeiten an den Straßen geben. Es gibt ein paar Schäden an der Straße nach Augusta Vindelicorum und an dem von hier aus zur Via Claudia sind wohl auch einige Probleme an den Pässen. Ich denke, dort wird es einige Servi geben, die benötigt werden. Seid ihr ebenfalls Händlerin? So ist es. Ich gucke ihn an, hat er Nasenhaare, die sichtbar sind? Tatsächlich wirkt er relativ gepflegt, ja. Möchtest du auch in seine Ohren schauen, ob er Schmalz hat? Nee, das ist zu umständlich, aber ich hätte ihm gerne eine kleine Pinzette geschenkt, aber jetzt lohnt sich das ja nicht. Aber dann frage ich ihn höflich, wenn unsere Mission hier beendet ist, gibt es einen Ort, an dem ich mich sinnvollerweise aufstellen könnte, um einige meiner Waren an die Auxiliartruppen anzubieten? Wir haben Nägel, wir haben aber auch Hygieneprobleme. Oh, es ist euch selbstverständlich immer erlaubt, euch im Vicus vor dem Lager aufzuhalten und dort Waren anzubieten für die Soldaten, die gerade frei haben. Hier im Lager selber solltet ihr euch an jemanden wenden, der bereits eine Erlaubnis hat, falls ihr dort Bekannte, Verwandte oder dergleichen habt. Okay. Aktuell sind wir, was das angeht, tatsächlich versorgt. Und finde ich hier irgendwo Kursikus? Ist der auch bei euch? Ist der mitten im Lager oder ist er bei den Händlern? Ihr meint Kursikus, den Ferrarius? Den Schmied? Also den, ja. Ja, der ist im hinteren Teil des Lagers, bei dem ganzen Versorgungsteil. Ihr müsst einfach nur dem Geräusch des Hammers folgen und dann werdet ihr ihn und seine Kollegen finden. Ich danke vielmals. Er schaut Lunea noch fragend an. Seid ihr vielleicht Pferdehändlerin? Der fiebel nach. Nein, aber ich kenne mich sehr gut mit Pferden aus. Schade, wir haben immer Bedarf an weiteren Tieren. Da muss ich leider enttäuschen. Aber sagen Sie, ist in den letzten, ich weiß nicht, 8 Tagen... Haben Sie da neue Ware bekommen? Neue Pferde? Tatsächlich, ja. Ach, ich dachte, das wären Sklavenhändler. Der draußen vom Zelt wartet, ist ein Sklavenhändler. Ach, der vom Zelt wartet. Nein, aber wir haben auch ein paar neue Pferde für die Legion bekommen. Ein paar sehr gute Tiere für Offiziere. Behandeln Sie sie gut? Das sind wertvolle Tiere. Selbstverständlich. Wir sind eine Reitereinheit. Ohne die Pferde wären wir ausgesprochen nutzlos. Das ist wahr. Falls wir jetzt rausgehen, würde ich im Rausgehen Erin nochmal zuflüstern, sie soll sich doch mal diesen Sklavenhändler vornehmen, ihm auf den Zahn fühlen. Wer weiß, vielleicht ist unser Venimo ja da irgendwie hingeraten. Der steht draußen und pult sich tatsächlich zwischen den Zähnen rum.
und guckt dann etwas ertappt auf, als ihr rauskommt, senkt die Hand. Ah, dann kann ich ja reingehen. Warten Sie kurz, bevor Sie reingehen. Wir hätten auch einige Fragen an Sie. Wir suchen zufällig... Ja, tatsächlich. Oh, sucht der Servi. Wir wissen es nicht. Es könnte aber sein, dass wir einen ganz bestimmten Servus suchen. Wir suchen eine Person, die verschollen ist, und wir haben uns gefragt, ob sie sich zufällig auf irgendeine Weise unter ihre Sklaven begeben haben könnte oder gefangen genommen werden könnte. Haben Sie in letzter Zeit jemanden bei sich aufgenommen mit einer sehr auffälligen Narbe auf der rechten Gesichtshälfte? Kurz OT, aber Entschuldigung, haben Sie in letzter Zeit jemanden entführt und gefangen genommen? Ich glaube, das ist eine legit Frage in der Situation. Wir sind also nämlich Freunde von dem und suchen den. Also, ich glaube, so die Sklavensituation war ja sehr, also OT, ganz unterschiedlich, oder? Also Sklaven im Haus waren ja eher so wie Family, und so Sklaven, die dann so zum Straßenbau oder entführt wurden, das war nochmal quasi eine ganz andere Beziehung. Es waren ja so mehr wie Objekte behandelt wurden, befürchte ich, oder? Ja, also es gibt tatsächlich Gesetze, die die schlimmste Misshandlung von Sklaven verbieten. Die muss aber auch erstmal jemand durchsetzen. Sklaven im Haushalt hatten tatsächlich gar nicht so eine schlechte Chance, irgendwann im Laufe ihres Lebens freigelassen zu werden, obwohl es da wiederum zu dem Zeitpunkt, wo wir spielen, Gesetze gibt, die sagen, nicht unter 30 Jahren Alters des Sklaven freilassen, weil offensichtlich so viele Leute ihre Sklaven freigelassen haben, rechts und links quasi, dass das genervt hat, gewisse Leute. Und also in der Regel ist es so, dass viele Leute spätestens mit ihrem eigenen Tod ihre Sklaven freigelassen haben in ihrem Nachlass, also in ihrem letzten Willen. Aber viele auch so, wenn sie lange gedient haben. Das hieß aber nicht, dass die Person dann gänzlich unabhängig war, sondern sie wurde dann eine Freigelassene. Da gibt es richtig Feiern für und ein traditionelles Hütchen, das man sich dafür aufsetzt. so phrygische Kappen, die so nach vorne kippen, so Schlumpfmützen. So sehen die aus ein bisschen. Und das heißt aber in der Regel, dass man ja trotzdem denjenigen, den man früher gehört hat, als Patron hat. Und also tatsächlich weiterhin in gewisser Weise in den Diensten dieser Person steht, deren Namen auch annimmt als freie Person. Also man heißt dann tatsächlich wie die Person, der man früher gehört hat. Das ist alles ein kurioses Verhältnis, und es wurde auch erwartet, dass man dieser Person weiterhin dienstbar ist, beziehungsweise in der Regel wurden Verträge darüber abgeschlossen. Aber ja, Sklave sein zu sein heißt, gerade wenn man in einer guten Situation ist, also wenn man zu Sklaven gehört, die bestimmte Kenntnisse haben, dass man nicht das für ewig sein wird und dass man eine Chance hat, damit seinen Lebensstand irgendwann zu verbessern. Aber es gibt halt eben auch die Sklaven, die für harte Arbeit eingesetzt wurden, denen ging es deutlich weniger gut. Und in die Sklaverei kommt man, indem man geboren wurde oder indem man Kriegsgefangener ist oder unter bestimmten Umständen, indem man dazu verurteilt wird, wegen Verbrechen oder weil man sich zu große Schulden aufgehäuft hat. Dass einfach so Leute entführt werden, gerade in Provinzen, und was Sklaven werden, ist eigentlich verboten, beziehungsweise nicht so gern gesehen, aber es passiert. Und es ist auch in Raetia vor nicht ganz 100 Jahren, als die Provinz erobert wurde, durchaus geschehen, zum Bau der Straßen und dergleichen, dass große Teile der Bevölkerung plötzlich auf einmal sich als Unfreie wiederfanden. Okay. Also, aber hätte ja sein können, dass er irgendwie was verspielt hat und dann... Ja, frag mich doch. Du hast ja die Frage gestellt. Ja, und seine Reaktion ist... Nein. Was hat er gesagt? Er hat Nein gesagt? Nein. Kann ich würfeln auf Menschenkenntnis, um zu schauen, weil das ich glaube, das siehst du auf Anhieb, dass da was nicht stimmt. Aber wie entlocke ich ihm das denn am besten? Wie heißt der? Heißt der Wurf? Ich hoffe, der Wurf misslingt. Damit dein Charakter es nicht checkt und du dich die ganze Zeit ärgerst. ja, ich würde da mal Aufmerksamkeit oder so etwas würfeln. Du hast jetzt relativ scharfe Augen, kennst dich mit Leuten auch aus und ja, nein, der ist kein guter Schauspieler. Wie kurz? Der weiß etwas. Der weiß etwas? Hat er Nasenhaare? Ja, deutlich. Ja? Und nicht nur das, auch Popel und andere Dinge. Also dein kurzer testender Blick zeigt, dass dir deutlich ein Necessaire gebrauchen kann. Dann hole ich eine schön gearbeitete, also schöne Pinzette, also so ein schönes Pinzettenstück heraus und schiebe ihm das so als Bestechung zu, weil das ist ja mehr wert als ein komisches kleines Münzchen. Ah, ja, ja, oh, das ist aber zu groß.
Ihr wollt aber jetzt nichts für. Er tastet nach seiner Börse. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt kosten würde. Es ist ein wirklich schönes Stück und ich will jetzt nicht. Ich glaube, ich würde bereits die Information über die Person, die wir suchen, wertschätzen und schiebe so seinen Geldbeutel zurück hinter seine Tube. Also, er schaut zu dem sichtlich römischen Bürger rüber, der neben dir steht. Julius, dreh dich kurz um. Also, ihr könnt mir vertrauen mit allem. Ich bin Freund der Gallier. Mein bester Freund ist Gallier. Und ich zeige auf Valio. Ich gucke ihn so an. So, okay, Vikus, fahren Sie fort. Also, man hört ja vielleicht als Sklavenhändler von Kollegen, die nicht ganz sauber arbeiten. Und möglicherweise, es gibt ja auch Räuber hier in der Gegend, kommt nicht jeder da an, wo er hin will. Und wenn diese Person ein gutes Pferd und eine sehr edle Waffe hat und sich auch gut verkaufen ließe, dann... Also gibt es Gerüchte, dass vielleicht sowas hier passiert sein könnte. Da hat er... So, ich pack ihn mal hier am Schlammittchen. Jetzt hör mal zu, mein Freundchen. Hilfe! 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 Und er fängt an, wie ein Spieß zu schreien. Haufenweise Soldaten drehen sich um. Wenn du ihn packst und schüttelst. Und jetzt sag mir, wo er ist. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich war nur Vermittler. Ich war nur Vermittler. Bitte, bitte, bitte schneidet mir nicht die Kehle auf und werft mich in den Sumpf. An wen habt ihr ihn vermittelt? Gallia, lass sofort den Mann los. Ist ein Dekurio näher getreten mit der Hand an seiner Seitenwaffe. Das ist ein Krimineller hier, ein Räuber. Nein, er ist ein ganz normaler Händler. Lass mich bitte los! Sag dem Willen bitte, dass er mich loslassen soll. Ich lass ihn los, schubse ihn ein bisschen weg. Er richtet seine Tunika wieder. Vikus, entschuldige den Vorfall. Die Stimmung ist sehr angespannt. Wir suchen einen potenziellen Königssohn. Das Ganze ist also von nationalem Sicherheitsinteresse. Deswegen kann es sein, dass es etwas zu Wallungen gekommen ist. Wir würden dennoch sehr schätzen, wenn du uns mehr Informationen darüber geben kannst, zum Beispiel an wen du ihn vermittelt hast oder dein Kollege ihn vermittelt hat, damit wir wissen, wo wir weitersuchen können. Solange ihr mir versprecht, dass er mir hier nicht den Kopf abschlägt und daraus eine Trophäe macht, und ihr deutet wieder auf Valio, und sie mich nicht Valio verflucht, er deutet auf Lunea. Ich garantiere, dass das nicht passieren wird. Das ist... Ich weiß nicht, wer es ist. Aber ich weiß, dass in Cambodunum jemand als Augen und Ohren arbeitet. Und dafür sorgt, dass wenn jemand auftaucht, der alleine unterwegs ist und der vielleicht irgendwie wertvoll sein könnte, ein guter Koch, eine schöne Frau, ein hübscher Knabe, ein fähiger Kämpfer, dass die vielleicht einen anderen Weg gehen, als sie ursprünglich vorhatten. Das ist alles, was ich weiß. Das wissen wir sehr zu schätzen. Vielen Dank dir, Vikus. Mein Name ist Lucanus. Okay. Ihr braucht meinen Namen nicht zu wissen. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn ihr meinen Namen nicht wisst. Nennt mich, wie ihr wollt. Lucanus, wir wollen dich nicht so lange aufhalten. Da drin wartet bestimmt der Herr schon auf dich. Ja, und ich werde meine Sklaven alles legal erworbene Servi, alles vollkommen legal. Beste Ware übrigens. Ich habe einen griechischen Philosophen im Angebot, der auch hervorragende Massagen gibt. Wie auch immer, zum Angebot bringen. Hervorragend. Lucanus, falls du nach Campodunum weitergehst und damit Leuten kooperieren möchtest... Handle nicht mit Titus. Er ist ein Schwindler. Mit welchem Titus? Titus. Titus, mein Erzfeind. Gavius Crassus. Gavius Crassus. In seinen Namen. Ich spreche ihn auch immer im Schlaf vor Wut. Gavius Crassus. Titus Gavius Crassus. Ah. Oh. Ich möchte nur, dass du gute Geschäfte machst. Pass auf dich auf. Dann... Ich hätte eigentlich schon Verträge. Ich werde sehen, was sich machen lässt.
Danke für die Pinzette. Dafür nicht. Dann weicht er rückwärts in das Zelt zurück. Und ihr hört von drinnen nur noch, Lucanus tretet sehr gefälligst ordentlich ein. Ein bisschen Respekt. Und dann steht er wieder alleine vor dem Zelt. Der Decurio, der anmarschiert gekommen ist, um Gewalttaten durch irgendwelche wilden Gallier zu vermeiden, mustert euch nachdenklich. Ist ja alles in Ordnung. Ich klopfe den Staub von dem Mantel. Möchte er etwas sagen oder mustert er uns einfach nur? Er fragt, ist alles in Ordnung hier? Ja, wir haben alles unter Kontrolle, keine Sorge. Es gibt einige hier, die sich noch an den zivilisierten Umgang unter Römern gewöhnen müssen. Das geht schneller, als man denkt. Er sollte doch eigentlich mittlerweile, wenn er sich hier auf dem Gebiet befindet, langsam wissen, dass er sich hier nicht betragen kann wie im Barbarikum. Alle anderen hier haben das auch geschafft. Man kriegt den Barbaren aus dem Barbarikum, aber nicht das Barbarikum aus dem Barbaren. Oh. Das habe ich noch nie so zusammengefasst gehört. Das ist sehr gut, das sollte ich mir notieren. Vielleicht in eine Sprüchesammlung. Er lässt euch in Ruhe. Sonst hätte er mir wahrscheinlich auch den Gürtel weggenommen. Naja, wie auch immer, ich habe das nicht ganz verstanden. Was? Irgendwie Augen und Ohren gehen in der Stadt herum und was hat er uns erzählt? Wie war das? Martialius? Hat Martialius Venemo aus Combodunum rausgeschickt oder hat er Lucius an ihn noch in der Stadt vermittelt? Nee, Lucius, hat er gesagt, ist sein Ansprechpartner hier im Heer schon gewesen. Genau, an den hat er ihn verwiesen, ja. Aber das würde ja bedeuten, dass Martialius diese Person sein könnte. Das kann gut sein, ja. Er gibt sich als Bürger für die Gallier aus und schickt sie damit in ihren Untergang. Wow. Warte mal, das heißt, er hat ihn nicht zum Heer geschickt, sondern am Ende zum Sklavenhändler? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Er hat, so wie ich Lucanus verstanden habe, hat er Venimus gesagt, dass er einen bestimmten Pfad nehmen soll, der ihn hierher zum Heere bringt, allerdings ihn sich verirren lassen und auf Räuber treffen lassen, ganz bewusst inszeniert, um ihm sein Schwert und sein Pferd abzunehmen. Verstehe. Und ihn zu versklaven, möglicherweise. Potenziell. Oder schlimmer. Wir müssten nur diesen Weg wissen. Ansonsten könnten wir Venimus genauso unbedarft dorthin schicken als Lockvogel. Valio, Entschuldigung. Valio. Ja. Kein schlechter Plan, Römer. Das Problem ist aber, dass Martialus ihn schon gesehen hat, oder? Oder warst nur Nein, du bei ihm? Nur Julius war bei ihm. Ne? Genau. Ach, der Mann im Nebel, ich erinnere mich. Der Mann im Nebel, ja, richtig. Ich habe ihm zwar von Valio erzählt, aber er hat ihn selber nicht gesehen. Wie sah der denn aus? Konntest du ihn im Nebel überhaupt erkennen? Was war das für ein Typ? Ich habe ihn gehört, dunkle Stimmen aus der Nebelwand. Waren es die Götter, die mit mir gesprochen haben? Ja, der ist mit den Göttern der Unterwelt im Bündnis. Ich habe es schon geahnt. Oh Gott, es ist schlimmer, als ich dachte. Wir müssen handeln. Das heißt, wir sollten möglichst schnell zurück nach Combodunum. Ja, ist die Frage, wo gibt es denn Sklaven? Gibt es hier möglicherweise am Lager auch Sklaven, wenn es den Sklavenhändler gibt? Wo wir schon mal hier sind, sollten wir alle Spuren prüfen. Es gibt mit Sicherheit Servi im Lager und bei dem Tross, der dem Lager folgt, ja. Es ist nicht mehr so, das war früher vor der Reform des Marius, dass Legionäre tatsächlich alle Sklaven dabei hatten. Inzwischen müssen die sich selber um ihren Scheiß kümmern. Ja? Das steht ihnen nicht mehr zur Verfügung. Aber es gibt immer noch Servi, die für die Armee arbeiten und einfache Arbeiten erledigen. Und vielleicht, ja, weiß ich nicht, ihr kennt doch hier diesen Schmied. Vielleicht hat der noch was gesehen oder vielleicht hat er die Waffe gesehen. Wir sollten hier noch ein bisschen rumfragen. Ja, wir könnten zu Kursch gehen. Wie ist der Kursch? Krosuch, ja. Weiß ich, auf welchem Pferd der Sohn unterwegs war? Ja, der war auf einem dreijährigen Hengst unterwegs. Einem Fuchs mit leichter Äpfelung. Ein sehr, sehr schönes Tier. Okay. Ist der Pferdehändler noch irgendwo zu sehen? Stimmt, der ist ja auch noch da, ja.
Du schaust dich um und ihr seid ja im Pferde. Ja, stimmt, ihr seid den Pferdehändlern vor dem Tor begegnet. Vor dem Tor. Die sind alle draußen. Und ihr erinnert euch auch, dass die vor dem Tor abgebogen sind. Der Schmied ist im Lager, das wisst ihr, und die Pferdehändler sind draußen. Mhm. Ja, dann zuerst zum Schmied. Mhm. Okay. Gut. Dann ihr folgt dem Ting, 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 Ting von einem Schmied und findet auch relativ schnell den Teil des Lagers, wo tatsächlich mehrere von denen ihre Essen aufgebaut haben. Da sind jeweils kleine so Bälge in Betrieb, die tatsächlich von Servi betrieben werden, die damit Luft in die Esse pressen, in die Kohlen, die dort glühen. Und ihr seht, dass jemand gerade an einem kuriosen Gerät arbeitet, das so ein Halbrund ist mit geschwungenen Teilen, die davon hochgehen. Und das sehr, sehr konzentriert hochhält, während es kirschrot glüht, auf den Amboss liegt, noch ein paar Schläge draufbringt und es dann mitsamt dem Werkzeug, mit dem er es hält, mit der Zange links in einen Eimer mit einer Flüssigkeit hält, worauf es laut zischt und brodelt. Dann aufschaut, als ihr euch nähert. Ich habe noch den ganzen Tag Aufträge zu erledigen. Wenn ihr irgendetwas repariert haben wollt, dann werde ich es erst morgen tun können. Wir haben ein anderes Anliegen. Senia, meine Bedienstete zu Hause, hat mir gesagt, ich finde hier Kroso? Ja, ich bin Kroso oder Krosokus. Dann müsst ihr Erin sein. Ja, das ist richtig. Kroso, es ist mir eine Freude. Senia kam heute Morgen vorbei, ja. Von 2 Stunden oder sogar erst ist sie wieder aufgebrochen. Was kann ich für dich tun? Ja, sie hat sich sehr beeilt. Wir haben eine Frage. Wir suchen eine Person, Kroso, und haben gehofft, dass du uns dabei helfen kannst. Und zwar vermissen wir eine sehr wichtige Person aus dem Norden, aus den Dörfern der Vendelia. Eine Person mit einer großen Narbe auf der rechten Gesichtshälfte und wir haben bereits erfahren, dass es sein kann, dass sie vom richtigen Wege abgebracht wurde und potenziell versklavt wurde. Ebenfalls aber kann es sein, dass ihr das Pferd abgenommen wurde. Hast du vielleicht zufällig Hufeisen für ein Pferd gemacht, das rot, also fuchsrot ist? Ich stelle Hufschuhe her, aber... Aber du... Ich habe keine Anfrage dafür bekommen, aber... Hatte die Person, die er suchte, möglicherweise eine gallische Klinge bei sich? Eine sehr auffällige gallische Klinge, weil es eine Person von edlem Blute war. Ich habe tatsächlich den Auftrag von einem unserer Präfekten bekommen, eine solche Klinge umzuarbeiten und mit einem anderen Griff zu versehen. Mhm. Wie hieß der Präfekt? Der Präfekt ist Tiberius Claudius Pollio. Claudius Pollio. Ah! Nee, mit diesen römischen Namen, das ist ja schrecklich. Wie hieß nochmal der, mit dem wir vorhin gesprochen haben? Tiberius Claudius Rufus. Ja, verdammt. Aber das muss dann doch ein Verwandter sein, oder was sagst du, Lululius? Vermutlich nein, nicht nötigerweise. Ja. Ich sehe nicht mehr durch mit eurem Namen. Wo finden wir den? Ich verstehe es auch nicht, meint der Schmied. Ich bin dazu übergegangen, bei den meisten einfach du da zu sagen, weil sehr viel genauer kann man es nicht treffen hier. Ich habe die Klinge hier. Ich hätte sie später oder morgen früh angegangen. Ich kann sie euch nicht einfach mitgeben. Sie ist mir übergeben worden als Besitz des Präfekten. Ist der Präfekt hier oder hat er sie dir woanders übergeben? Der Präfekt ist hier im Lager, selbstverständlich. Ich würde aber vielleicht sicher gehen und sie euch zeigen. Nicht, dass wir jetzt irgendwie einem Missverständnis aufsetzen und hier Blutrache geschworen wird, ohne dass es dafür einen Grund gibt. Nur so ganz kurz, keiner von uns hat ja theoretisch die Klinge genau gesehen. Doch, also, wir kennen sie, denke ich. Okay. Er geht nach hinten und holt aus seiner Kiste in ein geöltes Tuch eingeschlagen, ein Schwert in der Scheide. Und auf den ersten Blick, Valio, siehst du, das ist die Klinge, die der Sohn des Fürsten getragen hat. Die hölzerne Scheide, die mit Rohleder bespannt und dann bemalt worden ist, die Beschläge darauf. Das Gehänge ist nicht dabei, das Verzierte, aber die Scheide und der Griff sind unverkennbar. Beim Teutates, das ist sie. Ihm ist was zugestoßen. Er würde sein Schwert nie freiwillig abgeben, gerade wo er kämpfen will. Ich verstehe. Er ist bestimmt unter die Sklaven geraten. So oder so werde ich dann mal die Arbeit an diese Klinge aufschieben, bis die Sache geklärt ist. Ja, das wollte ich gerade euch bitten. Ich meinte, ihr wisst, was für einen Wert das hat für einen der unseren Krieger.
Stellt euch mal vor, daraus eine römische Klinge zu machen. Bitte, denkt euch irgendwas aus. Dass irgendwas fehlt, irgendein Stahl, was weiß ich. Ja, ich muss den Griff erstmal herstellen lassen, den römischen. Das kann sicherlich eine Weile dauern. Guter Mann. Vor allen Dingen, wenn er irgendetwas Besonderes will. Ich wünsche euch viel Glück. Vielen Dank dir, Crusoe. Ja, aber warte mal, wo finden wir denn diesen Prätor? Der Tiberius Claudius Pollio. Der Präfekt, Entschuldigung. Ach ja, der Präfekt. Präfekt. Der Präfekt, der befindet sich vorne bei den Offizieren, mit Sicherheit. Möglicherweise beim Kommandant der Legionär Ala. Genauer kann ich euch das nicht sagen. Und aber da sollten wir uns ein bisschen überlegen, wie wir jetzt an den herangehen. Wer weiß, woher die Klinge hat. Wenn wir jetzt hier mit Vorwürfen um die Ecke kommen, ist das vielleicht keine so gute Idee. Auf gar keinen Fall. Wenn, dann einfach neutral vielleicht zu fragen, woher er die Klinge haben könnte und zu schauen, welche Informationen er uns gibt. Und ich könnte auch eine Weissagung vortäuschen und so tun, als wüsste ich irgendetwas, was er getan hat, und vielleicht lockt ihn das aus der Deckung. Oder du sagst, die Klinge ist verflucht. Oder ich sage, die Klinge ist verflucht. aber sag mal, als wir da vorne im Zelt waren, waren da noch andere Leute? War der zufällig mit dabei? Oder waren wir allein damit? Ich weiß es nicht mehr. Ihr wart allein bei dem Tiberius Claudius Rufus. Da war kein Tiberius Claudius Pollio dabei. Okay. Ja, wir müssen uns eine Geschichte ausdenken, ja. Ich meinte, wenn wir ankommen und nach diesem Schwert fragen, er weiß, dass das illegal erworben ist, da wird er nicht gut drauf reagieren. Vielleicht könnt ihr euch Lullus als reicher römischer Sammler ausgeben, der viel Geld bezahlen will für sowas. Tja, ich weiß nicht. Erin könnte das ja machen vielleicht. Ich meine, sie kennt sich ja gut aus mit solchen Dingen, ja. Und gerade sie könnte natürlich an solchen gallischen Erbstücken Interesse haben. Ich meine, mir sieht man meine römische Kultur sofort an. Das wäre nicht glaubwürdig, dass ich mich für solche gallischen Waffen interessiere. Ich interessiere mich natürlich sehr dafür. Die Frage ist nur, was wir tun, wenn er mich fragt, welchen Preis ich ihm dafür biete. Wir haben ja nicht genug Geld dabei, um die Klinge wirklich abzukaufen. Die Frage wäre erstmal, wo er es her hat vielleicht. Ob er es von einem Unterhändler gekauft hat oder ob er ihn selber überfallen hat. Fragen könnten wir ihn. Aber wir bekommen sie dann nicht. Ist das denn in Ordnung für uns, wenn wir einfach die Informationen erst einmal haben? Wir brauchen erst Venimo. Der Rest, der ergibt sich von selbst. Die Klinge kriegen wir dann schon. Alles klar. Wir wissen ja, wo sie jetzt ist. Uns geht es eigentlich nur um die Information, wo er sie her hat. Ne? Da muss ja auch Venimo sein. Alles klar. So, lasst es uns probieren. Das mit dem Fluch wollen wir weglassen. Ich fand die. Also das nicht, können wir in der Hinterhand das heißt ja nicht, genau, ich wollte gerade sagen, also es heißt ja nicht, dass das die primäre Ansprechweise sein sollte, aber als Option hätte ich das schon gerne in der Hinterhand. Vielleicht sollten Lunea und ich uns erstmal so aus der Sichtweite halten, damit wir nicht verbrannt sind. Und er nicht skeptisch ist. Gut. Das ist eine hervorragende Idee, Valium. Gut. Dann. Aber wir müssen sie erstmal finden. Ja. Ich verwahre die Waffe auf jeden Fall erstmal für euch. Ach, er hat alles mitgehört? Okay. Also, ich habe nicht gesagt, dass ihr weggegangen seid. Der stand die ganze Zeit. Crusoe, kannst du uns denn sagen, wo wir Tiberius Claudius Pollio finden? Also ungefähr? Ich glaube, es ist eins der Zelte ganz nah an dem Hauptzelt mitten im Lager. Die Präfekten lagern eigentlich alle immer direkt neben dem Kommandanten. Okay. Also. Viel Glück. Mögen die Götter über euch wachen. Das heißt, es geht wieder zurück in den Mittelpunkt des Lagers. Ja, wir beide halten uns, glaube ich, so ein bisschen bedeckt, gehen da nicht ins Zentrum, bleiben begutachten ein paar Pferde, tätscheln. Ja, Pferdestreiche. Genau. Es gibt haufenweise Pferde. Mindestens 1000 Stück. Pferdeäpfel lesen. Ja. Ein bisschen durch nach Tiberius Claudius Pollio. Und ihr werdet dann etwas irritiert, aber am Ende verwiesen tatsächlich
auf das Zelt, das direkt neben dem Zelt des Kommandanten ist. Und der Kommandant übrigens hat mein absoluter Lieblingsname, den ich hierfür rausgesucht habe. Aulus Pomponius Augurinus Titus Prifernius Paetus. Es gibt noch mehr als drei Namen? Okay, ich will es gar nicht wissen. Ich schätze, er ist adoptiert worden und hat den Namen seines Adoptivvaters angenommen, aber auch seinen echten Namen behalten und dadurch dann einen Sechserpasch quasi vollgemacht. Der ist verbrieft als Kommandant dieser Ala, allerdings erst ein paar Jahrzehnte später, für genau den Zeitpunkt, wo wir spielen, ist nicht bekannt, wer der Kommandant dieser Ala war, aber so um 140 rum, glaube ich, war es Aulus Pomponius Augurinus Titus Prifernius Paetus. Und den wollte ich euch nicht vorenthalten, weil er einfach großartig ist in seiner Eskalation. Gut, ihr werdet also darauf aufmerksam gemacht, wo das Zelt des Tiberius Claudius Pollio ist. Als ihr sie euch dem nähert, hört ihr von drinnen auch leise Gespräche und es steht ein einzelner Soldat davor als Wache. Okay. Ja, dann muss ich ihn wohl ansprechen. Im Hintergrund aber noch sichtbar seht ihr Valio und Lunea, die sich gerade um einen sehr, sehr schönen Schimmel bemühen. Die Römer scheinen weiße Pferde zu mögen. Oder eine Züchtung, die häufig weiß ist. Alles kleine, aber kräftige, gute Reitpferde. Und dann sprechen wir wohl den Soldaten genau vor der Tür an und ersuchen ein Gespräch mit Tiberius Claudius Pollio. Seid ihr angemeldet? Welchen Namen darf ich nennen? Nein, werter Herr, wir sind nicht angemeldet. Erin heiße ich und das ist Julius Spurinus Fronto. Wir sind beide aus Campodunum herangereist und interessieren uns für etwas, das der werte Herr Tiberius haben könnte. Julius Spurinus Fronto. Er wirkt für einen Moment leicht irritiert. Ich kannte mal einen Julius Spurinus, ich bin mir nicht sicher, welches Kognomen er hatte. Sind wir? Habt ihr früher in einer Legion gedient? Nein. Als Offizier? Ich arbeite bei Erin. Nein, warte, Herr, er arbeitet bei mir schon seit sehr langer Zeit. Es muss ein Missverständnis sein. Ihr arbeitet für eine Kallierin. Aber mein Mann war Römer. Ich habe nur seinen Handel übernommen. Das tut nichts zur Sache. Ich war guter Freund mit Ihrem Ehemann, bevor er leider verstorben ist. Ich verstehe. Schaut an euch rauf und runter. Verzeiht, aber könntet ihr die Palla heben und mir zeigen, ob ihr Waffen tragt? Und selbstverständlich tragen wir Waffen. Die werdet ihr selbstverständlich ablegen müssen, bevor ihr in das Zelt mit dem Präfekten geht. Selbstverständlich werden wir das tun. Gut, dass das alles so selbstverständlich ist. Also überreicht es mir bitte. Ich überreiche ihm meinen Dolch. Ja, auch Dolch. Mhm. Palla wird gehoben. Du trägst, wenn dann, eine Toga. Palla ist die Frau. Toga. Also ich meine, steht ja alles offen, aber wäre kurios. Nein. Ich könnte jetzt ausufern wie die Priesterschaft der Kybele, wenn rituell das Geschlecht gewechselt hat, aber dazu gehörst du nicht. Ist auch schmerzhaft. Und dann werdet ihr hineingewunken. Und dürfen sie, obwohl da noch Gespräch ist? Ja. Und ihr seht drin den Tiberius Claudius Pollio sitzen und sich mit einem anderen jungen Mann unterhalten. Tiberius Claudius Pollio hat schon ein bisschen graue Strähnen im Haar und sein sauber rasiertes Kinn hat so zwei steile Falten, die von den Mundwinkeln runterführen, die darauf schließen, dass er häufig grimmig guckt und sich das mehr oder weniger in seinem Gesicht dauerhaft eingenistet hat, dieser Ausdruck. Und beide haben Becher in der Hand, aus denen sie trinken, und er schaut etwas überrascht auf, als ihr hineingelassen werdet. Oh, was geschieht denn hier? Werte Tiberius Claudius Pollio, wir hörten von einem Gegenstand, den Sie besitzen, und aber falls Sie gerade ein wichtiges Gespräch haben, haben wir natürlich eine weitere Sekunde Zeit, bevor wir Sie ansprechen. Oh, kein Problem. Ihr seid, schaut hin und her. Ich seid ihr aus Campodunum? Das ist absolut korrekt. Ich bin Erin, eine Händlerin aus Campodunum, und das ist Julius Spirinus Fronto, mein ehrenwerter Kollege. Oh, seid ihr zufällig? Ich habe, verzeiht mir, also ich habe ein kleines Fable für gallische Artefakte. Was für ein Zufall, ich auch. Erzählen Sie mir mehr.
Ich ging davon aus, dass ihr eine Händlerin seid, die deswegen zu mir gekommen ist, weil ihr das wisst und mir etwas verkaufen wollt. Ich bin tatsächlich eine Händlerin, die zu Ihnen gekommen ist, um Ihnen vielleicht etwas abzukaufen, das Sie besitzen. Ich hörte von einem wundervoll verzierten Schwert, das seit kurzem in Ihren Händen ist und das mir sehr, sehr viel bedeuten würde. Ihr wollt mir etwas abkaufen? Ja, ich möchte Ihnen etwas abkaufen. Ich habe dieses Schwert gerade erst erworben. Ich lasse es in diesem Moment von einem Schmied umarbeiten. Nun, gibt es einen bestimmten Betrag, von dem wir sprechen, für den Sie es trotz der noch nicht vollzogenen Umarbeitung abgeben würden? Er greift wieder zu seinem Becher und lässt ihn ein bisschen kreisen. Also, ich denke, dass wir hier uns schon in einem Bereich befinden, wo ich von 100 Denaren sprechen würde für dieses wirklich sehr schöne Stück. Von 100 Denaren? Das ist schon ein ordentlicher Preis. Hat das Wertestück dann eine bestimmte Geschichte vorzuweisen, von der Sie wissen? Können Sie mir etwas über die Herkunft des Stücks sagen, das den Wert abseits des an sich schon natürlich kunstvoll gefertigten Metalls anhebt? Ihr seid da ja sehr pich drauf, Gute. Und auch ein ganz schön vorlaut. Ich bin eine Händlerin, das ist mein Beruf. Aber immerhin habt ihr einen Mann dabei, der darauf achtet, dass ihr euch nicht unsittlich verhaltet. Ich schließe meine Geschäfte mit Geld ab, Götterherr. Nicht mit Unsittlichkeiten. Ich würde es mir merken. Sagen wir es so, mir wurde von dem Verkäufer versichert, dass es tatsächlich einem Adeligen der Gallier gehört hat. Tatsächlich? Es ist auch ein wirklich sehr feines Stück. Das ist hochinteressant. Deswegen glaube ich diese Geschichte durchaus. Dürfte ich es mir... Ja, sorry, Julius, sag ruhig. Und dieser Adlige ist im Kampf gefallen und das Schwert wurde erbeutet? Beim letzten Feldzug? Der Händler sagte mir, dass der Fürstensohn oder der Fürst, von dem er es habe, tatsächlich in einem Duell gefallen sei und dabei all seinen Besitz an jemand anders überging und er habe den daraus erworben. Mehr weiß ich auch nicht. Ich verstehe. Seid ihr interessiert an dem Stück? Und habt ihr das Silber, das ihr auf den Tisch legen könnt dafür? Ich habe das Silber tatsächlich nicht bei mir und müsste dafür nach Combodunum leider noch einmal zurückkehren. Mich würde allerdings interessieren, von welchem Händler ihr es haben solltet. Ich würde gern eine Nacht über den Preis doch nochmal schlafen, da es eine sehr hohe Summe ist. Und für zukünftige Käufe wäre es für mich aber sehr interessant, den Kontakt zu haben zu dem Mittelmann. Es war einer der Zulieferer. Kennt man ihn hier in der Gegend? Ja, ich glaube, er versorgt die Armee generell mit verschiedensten Sachen. Aber normalerweise bin ich mit so etwas Feinem. Er hat einen seiner Diener hergeschickt, um den Kontakt herzustellen, während er, ich glaube, Futter für die Pferde hat liefern lassen. Mehrere Karren voll. Futter für die Pferde. Martius? Nein. Etwas Ähnliches. Martialius, mischt sich der andere ein, der ansonsten bisher wortlos geblieben ist. Martialius, natürlich. Das ist der einzige Name, an den ich mich erinnern kann. Ich weiß nicht, wie er weiter hieß. Ehrwürdiger Tiberius Claudius, ich danke Ihnen vielmals. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich werde, wie versprochen, mir den Kauf überlegen und im Falle des Kaufes morgen wieder zu Ihrem Lager mit dem Geld zurückkehren. Sollte ich morgen nicht da sein, gehen Sie davon aus. Das ist vielleicht ein andermal zu einem Geschäft zwischen uns Kunstwerkinteressierten kommen könnte. Ich meine, wir haben eine Menge gemeinsam. Und ihr seid Witwe. Ich empfange euch gerne wieder in meinem Zelt, denn ihr wisst, habe ich ein Auge für gallische Schönheit. Ich trete unauffällig Julius so ein bisschen als Zeichen, mich aus der Situation hier wegzubringen. Dann wollen wir Sie auch nicht weiter aufhalten. Sie haben bestimmt viel zu tun, Herr Präfekt. Dann ziehen wir uns zurück. Vielen herzlichen Dank. Man sieht sich,
Iulus Spurinus Fronto. Damit seid ihr wieder draußen. Haben unsere Gallier etwas anderes machen wollen, außer sich um Pferd zu kümmern währenddessen? Nö, also ich nicht. Nö. Lunia hat sich auf jeden Fall davon überzeugen können, dass die Pferde gut versorgt werden hier. Sehr wichtig, wichtig. Ja, ich denke mal, dann gehen wir zu den beiden einmal kurz rüber, um ihnen zu erzählen, was wir rausgefunden haben. Mhm. Sollen wir das denen erzählen? Oder sollen wir es euch erzählen? Lunia, Valio, wir haben was rausgefunden. Wir haben was rausgefunden. Wir konnten tatsächlich rausfinden, dass er das Schwert von einem Händler hat. Und der Händler, haltet euch fest, ist Martialius. Halte mich fest. Halt dich am Pferd. Ist Iulus schon direkt wieder mit der Hand an der Stirn. Ist Martialius. Ich wusste bisher nicht mal, dass er damit handelt, aber jetzt wissen wir das. Und angeblich, aber das dürfen wir nicht glauben, das sollten wir nicht glauben, wir sollten auf jeden Fall weitersuchen, verliert nicht die Hoffnung, aber Martialius hat Tiberius erzählt, dass der vorherige Besitzer in einem Kampf gefallen wäre. Was? Das muss eine Lüge sein. Natürlich muss das eine Lüge sein. So ein starker Krieger wird nicht einfach so in einen Kampf fallen. Aber ist das auch der Martialius oder gibt es da wieder zwei andere Namen, die dann irgendwie auf... Er hat gesagt, dass das jemand aus Campo Dunum ist. Und ich hoffe, dass das unser Martialius ist. Aber Iulus, das ist vollkommen richtig. Wir haben es echt verpeilt zu fragen, ob es unser Martialius ist. Ich befürchte, es ist derselbe. Ich habe mich schon gefragt, warum er so leichtfertig die Bürgschaft für einen Gallier übernimmt. Wie gesagt, nicht jeder ist so offenherzig wie ich. Das hat ihn schon verdächtig gemacht für mich. Ja. Recht hast du. Gut, dann haben wir jetzt schon zwei Spuren, die zu diesem Mann uns führen. Aber wenn wir schon das Schwert gefunden haben, finden wir auch noch das Pferd. Lass uns hier nochmal kurz bei den Pferdehändlern vorbeischauen, oder? Sehr gerne. Und damit würde ich gerne kurz in eine Pause gehen. Wir machen eine kurze Pause. Alle können sich nochmal was zu trinken holen, einmal durchatmen, lüften. Und dann sehen wir uns in ein paar Minuten hier wieder. Dann geht es weiter auf der Suche nach dem Keltenfürsten Pferd. Aktuell zumindest. In dem Sinne. Sehr schön. Bis gleich. Bis gleich. Ich muss noch irgendwas hier umstellen. Jetzt haben wir es. So.
Und wir sind wieder da. Willkommen zurück aus der kurzen Pause. Ich hoffe, ihr habt die Zeit genutzt, um das Quiz zu machen, auch wenn ich gerade gesehen habe im Chat. Tatsächlich, wenn man dann sich für das Gewinnspiel anmeldet, sind wohl tatsächlich nur Leute, die in Deutschland wohnen, zugelassen. Es tut mir leid für alle Zuschauenden aus dem deutschsprachigen Ausland. Aber so oder so, wir sind wieder zurück bei unserer kleinen Truppe, die im Militärlager der Ala Secunda Flavia Miliaria Pia Fidelis Alexandriana sich befindet. Langsam kann ich's. Unter Kommando von Aulus Pomponius Augurinus Titus Prifernius Paetus. Und ihr wisst jetzt zumindest ein bisschen mehr darüber, wie das Schwert des gesuchten Sohnes des Keltenfürsten hier gelandet sein könnte. Und ihr hattet gerade darüber geredet, ob ihr noch zu den Pferdehändlern gehen wollt, um zu schauen, ob sein Pferd vielleicht auch einen ähnlichen Weg genommen hat. Genau. Liegt ja quasi auf dem Weg zurück in die Stadt, wenn ich das in Erinnerung habe. Da halten wir, denke ich, nochmal an. Ja, gut. Es gibt mehrere Pferdehändler, die da quasi ein Angebot stehen haben, aber ihr seht tatsächlich relativ schnell die beiden Leute wieder, die sich mit dem jungen Hengst beschäftigen, der vorhin ausgebüxt ist und den ihr wieder abgefangen habt. Hengst, ein Fuchs? Und du schaust dich um? Bei denen tatsächlich jetzt erstmal nicht. Die haben nur so eine kleine Koppel abgesteckt, in der 3, 4 Tiere stehen, 4, du regst den Kopf, und ein Maultier noch daneben angebunden, das offensichtlich für das Tragen von dem ganzen Material da ist. Und, oh Gott, jemand hat das Licht ausgemacht. Bei Sophia, alles gut. Und da diese Tiere, die sind alle im Grunde ja nach römischem Geschmack und die scheinen ja helle Tiere vorzuziehen, weiße Tiere. Die winken euch aber auch fröhlich zu, als ihr euch nähert. Vielleicht können wir euch wenigstens was zu trinken anbieten oder so etwas. Oh, ein Wein wäre tatsächlich ganz hervorragend. Wein ich auch. Wein haben wir nicht, aber wir können euch Posca anbieten. Gerne. Er gießt aus einem Schlauch etwas in mehrere Becher und überreicht die euch dann. Schmeckt leicht würzig, sauer und auch recht frisch. Ihr müsst euch das vorstellen, ein leichter Weinessig, der mit Wasser verdünnt und dann mit ein paar Kräutern versehen wird. Ich stelle mir das irgendwie fast ein bisschen wie Waldmeisterbrause vor, Posca. Nur nicht ganz so süß vom Geschmack her. Habt ihr zufällig ein rotes Pferd gesehen? Ja, tatsächlich. Ein anderer Händler hier am Ort hat einen ungewöhnlichen Fuchs mit einer feinen Äpfelung einer weißen. Ein sehr schönes Tier. Wir hatten schon überlegt, ihm ein Angebot dafür zu machen. Aber? Ich weiß es nicht. Wo finde ich diesen Händler? Ich bin auf der Suche nach solchem Tier. Ein bisschen weiter draußen, ihr müsst einfach nur hier dem ausgetretenen Pfad folgen. Nicht ausrutschen im ganzen Dreck. So oder so. Ist ein schönes Tier und sichtlich hat es Ausbildung genossen, aber es scheint mir nicht von einem römischen Reiter zugeritten worden zu sein. Das ist für mich kein Thema. Und dann? Das hätte mich jetzt auch überrascht. Dann wende ich mich meinen Kompagnons wieder zu. Wollen wir dem Pferd nachgehen oder verlieren wir keine Zeit mehr? Und okay. Was wir jetzt hier schon erledigen können, wer weiß. Vielleicht finden wir noch irgendwelche Details heraus über Martialus, oder wie er heißt. Ja, vielleicht einen seiner 8 anderen Namen. Ja, zum Beispiel. Ja. Folgt dem angewiesenen Weg und könnt ziemlich schnell tatsächlich ein Tier ausmachen, das der Beschreibung entspricht. Denn du näher erkennt den Hengst natürlich auch wieder. Pferde sind für dich genauso individuell wie Menschengesichter. Und das Tier hebt auch den Kopf und scheint ein bisschen die Luft zu testen, als wäre es irgendwie von etwas überrascht. Erkennt es mich auch wieder? Es kommt tatsächlich ein paar Schritte auf dich zu. Man hat ihm die Vorderbeine locker mit 2 Schlaufen etwas zusammengebunden, dass es nicht weglaufen kann. Und deswegen hoppt es so ein bisschen näher an die mit Seil gespannten Abtrennung heran und schnuft in deine Richtung. Hey! Weg von dem Tier!
Ich trete mit erhobenen Händen zurück. Ich würde das Reden unserem römischen Mitbürger überlassen. Nicht Bürger, Mitbürger, unserem römischen Bürger. Ah, eine Sekunde, wir wollen uns das nur mal kurz angucken. Kein Problem. Ah, ich hab nicht gesehen, dass ihr auch da wart, Bürger, und zu denen gehört. Aber so sagt euren barbarischen Freunden da, dass sie die Finger von der Ware lassen sollen. Ja, ist das keine Sorge. Ein Römer, den wir da jetzt sehen, oder? Du würdest sagen, ja, Römer, vielleicht auch Grieche oder irgendwie eine von anderen Gruppierungen, die im Osten des Reiches leben, relativ dunkel, lockiges, dunkles Haar, rasiert, aber ein relativ weites Gewand, das nur lose mit einem Gürtel gerafft ist. Und mit einer Gerte in der Hand, mit der er eben wild gestikuliert hat. Und ist das sein Pferd? Ob das mein Pferd wieder? Ist? Nee, frage ich die anderen. Okay. Erkennt ihr es wieder? Das ist definitiv sein Pferd. Seid ihr interessiert daran? Ja, der hier, der Rote, der hat ja steckt voller Energie. Oh ja, ja, ja. Ein sehr gutes Tier. Er duckt sich unter der Absperrung hindurch und nimmt den an dem Seil, das einmal locker um Schnauze und dann um den Hals geschwungen ist als Zaumzeug, und dreht den so, dass ihr das Tier von der Seite sehen könnt. Wie ihr sehen könnt, ein guter und starker Rücken, gut behost. Er tätschelt die Hinterbeine des Tiers. Und noch vielleicht maximal 3-4 Jahre alt, öffnet das Maul, um die Zähne zu zeigen. Hufe alle gesund, er beginnt die Beine zu heben. Von einem Gallier ausgebildet, meint ihr? Ich habe nichts dergleichen gesagt. Achso, da habe ich mich falsch in Erinnerung. Lunea, du kennst dich am besten von uns mit Pferden aus. Was sagst du? Definitiv nicht römisch beritten. Ihr habt ein gutes Auge. Ja. Das Tier ist tatsächlich nicht für den Kampf vom Rücken ausgebildet, sondern es ist ein Schautier, das ein Reiter zur Schlacht tragen soll. Die Kelten, die Gallier lieben es, dann abzusteigen und sich einen dramatischen Kampf zu liefern, während die Pferde mehr oder weniger elegant wirken sollen. Aber ich sag euch, mit dem hier, ihr braucht vielleicht eine halbe Stunde über den Platz, aber was für eine halbe Stunde! Seht ihr? Nur eine leichte Berührung an der Brust und er steht voll versammelt da. Perfekt das Gleichgewicht unter dem Körper. Und er wendet auf einem Sesterzen. Beeindruckend. Und wo kommt das Pferd dann her? Wir haben es von einem lokalen Händler. Also es wird hier von einem gallischen Züchter und Hausbilder sein, denke ich. Oh, von einem Händler aus Campoduno? Aus dem Umland, glaube ich. Ein Lucius oder so etwas. Ich glaube nicht, dass er häufig mit Tieren gehandelt hat. Wahrscheinlich nur ein Zwischenhändler. Wollt ihr genauer schauen? Und die Augen sind auch in Ordnung. Dieses Tier ist absolut gesund. Und wie lange ist es schon in eurem Besitz? 7 Tage jetzt, noch nicht ganz eine Woche. Mhm. 7 Tage? Ja, die römische Woche hat 8 Tage, traditionell. Können wir das Pferd kaufen? Was soll das Pferd denn kosten? Ihr seid tatsächlich daran interessiert. Also, erst 2500 Sesterze. Wie viel ist das? Ich räusper mich mal und schaue mich mal so um. Sind hier auch irgendwelche römischen Soldaten, die aufpassen? Oder sind wir hier so ein bisschen abseits? Hier sind keine römischen Soldaten. Ihr befindet euch im Vicus. Hier sind nur die Privatleute und die Lagerfolger. Und sind auch nicht so viele oder so. Es ist eher so am Rande, ne? Ich denke mal, wenn eine Koppel ist und sowas alles. Genau. Ah, okay. Also, jetzt komm mal her, mein Freund. Dieses Pferd gehört zu meinem Stamm. Und das ist erstens... da gibt es gar nicht zu lachen. Und das ist nicht nur irgendein Stamm. Und das ist nicht nur mein Stamm. Sondern dieses Pferd ist das Pferd eines Königs. Und ihr verbrennt euch hier die Finger. Ihr habt hier Hehlerware. Das ist gestohlen worden. Der Sohn dieses Königs, dem gehörte dieses Pferd. Und das heißt, diese Sache ist eine ganz große Sache. Passt auf. Wenn ihr hier weiter diese Spielchen spielt mit uns, dann habt ihr Ärger mit unserem ganzen Stamm.
Das würde ich sagen. Und insofern ist dieser Preis ein Witz. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Euer wilder gallischer Stamm. Ihr könnt erstens nichts nachweisen, ihr stellt hier nur irgendwelche Behauptungen auf. Und zweitens glaube ich nicht, dass ich als Bürger des Römischen Reiches mir irgendwelche Sorgen machen muss wegen euch. Nehmt ihr, er deutet auf Violus, haltet euren Willen hier im Zaum. Während er redet, beginne ich das Pferd frei zu machen. Ja, ist kein Problem, du bückst dich runter. Halt, 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 Finger weg davon, Finger weg! Und er schlägt mit der Gerte tatsächlich nach dir. Möchtest du darauf irgendwie reagieren, ausweichen oder sonst irgendwas? Ich würde gerne ausweichen. Gut, wie gut bist du denn im Ausweichen? Ich hoffe gut. Nein. Ausweichen, eine 50. Ausgeglichen, sag ich mal. Ist okay, wenn ich einen guten Tag habe. Habe ich einen guten Tag? Eine 15. Du hast einen sehr guten Tag. Ja, ich habe einen guten Tag. Du weichst tatsächlich elegant aus und ziehst dabei die letzte Schlaufe lose, sodass die Beine des Pferdes frei sind. Und der Schlag geht neben dir mit einem Klatschen gegen den Holzbalken, an dem das Seil festgemacht ist zu der Absperrung. Diebstahl! So, Unverschämtheit! Ganz, wir beruhigen uns gerade alle mal ganz kurz. Das wird alles aufgeklärt werden. Wir werden das alles rechtsgemäß klären, wo das entstanden ist. Wer weiß denn, was er überhaupt wissen kann, wo das Pferd herkommt? Was aber jeder weiß, ist, dass die Gallier Pferdediebe sind. Viehdiebe, die machen das zu einem Sport, habe ich gehört. Einem Sport. Und eine solche Dreistigkeit hätte ich aber nicht erwartet. Und dass selbst die Weiber von ihnen herkommen und einfach hier voller Sicht von allen. Mein lieber Herr, wir sind zugegeben, dass es kein römisches Pferd ist. Es ist das Pferd, das ich von einem gallischen Händler erstanden habe. Gut, dann lass uns die Gemüter doch ein wenig beruhigen, indem ihr uns einfach sagt, wo wir diesen gallischen Händler finden. Dann können wir das alles rechtsgemäß aufklären und niemand kommt hier zu Schaden. Was weiß ich? Er nannte sich Lucius, war aber meiner Ansicht nach ein Gallier, also wahrscheinlich irgendein Luglichlach, was wie die heißen. So, und wo finden wir den denn am besten? Das weiß ich nicht. Ich hatte ihn vorher nie gesehen und ich habe ihn danach nie gesehen. Und er sagte nur, dass das seinen Herrn in Campodunum freuen würde. Und hat er gesagt, wo wir diesen Herrn finden, wie der heißt? In Campodunum, mehr weiß ich nicht. Irgendjemand, der dort handelt. Wir würden, um den Konflikt beizulegen, aber gleichzeitig trotzdem die Interesse des Stammes der Vendelia zu respektieren, würde ich Ihnen anbieten, das Pferd zum Einkaufspreis Ihnen abzukaufen. Für wie viel haben Sie es von Lucius entstanden? Von 1000 Sesterze? 500? Er schaut zu Valio, der sich da aufgebaut hat, dessen Schnauzbart sich regelrecht sträubt aktuell. Ich habe es für 1200 Sesterze erstanden. So soll es sein, dann nehmen wir es Ihnen für 1200 auch wieder ab. 1000? 1000? Aber dann bleibt ja auch. Wir bezahlen doch jetzt hier nicht für Diebesgut. Wenn wir es nicht bezahlen, dann kriegen wir das Pferd potenziell nicht zurück. Ich glaube, dass die Priorität auch sein könnte, das Tier mitzunehmen. Sonst nimmt es vielleicht jemand anders, bis wir den Prinzen gefunden haben. Aber ist das Pferd selbst in deinem Stamm so wichtig? Pferde sind unfassbar. Auch ohne Reiter? Verständlich. Das ist das Pferd des Prinzen, also des Fürstensohns. Ihr meint, da ist echt was schmutzig dran? Ich meine, ich war schon ein bisschen... Das ist ein wirklich guter Preis, den er mir gemacht hat. 1200 Sesterze für so ein Exemplar. Ja, da hätte man stutzig werden können. Tatsächlich. Ja, aber hättet ihr dieses Geschäft abgelehnt an meiner Stelle? Nein, hätte ich nicht. Ich glaub nicht, ja. Da sind wir uns einig. Und ja, jetzt gibt's her. Aber Erin, und wer gibt euch dieses Geld wieder? Wir können ja zusammenlegen. Ich zahle doch diesem Dieb kein Geld. Diesem Hehler. Valio, du möchtest mir also sagen, dass es eurem Volke nicht 1000 Sesterzen wert ist, den... Das ist unser Pferd. Hier wird gar nichts dafür bezahlt. Nun, das können wir ja auch mit Lucius klären, falls wir ihn finden, oder? Es wäre aber ganz gut, wenn wir erstmal als Absicherung das Pferd... Könnten Sie uns das Pferd denn reservieren für eine Weile? Sicherlich, ja. Gut. So, ich nehme ihn jetzt hier und packe ihn nochmal so. Wenn wir zurückkommen am nächsten Tag und dieses Pferd ist weg, dann kannst du was erleben. Dann kriegst du es nicht nur mit meiner Faust, sondern auch mit meinem Schwert zu tun. Hast du verstanden? Ja. Wir kommen wieder. Das Pferd möchte ich hier sehen, ja? Ich habe zumindest verstanden, was der Übersetzer mir die ganze Zeit von euch mitteilt.
Der ganz ruhig spricht. Ja, der ist sehr gelassen. Wenn ihr das Pferd morgen weg ist, dann wird er euch in kleine Stückchen hacken und an die Hunde verfüttern. Weiterhin vorträgt. Dem Pferd wird nichts geschehen, keine Sorge. Ich werde das Pferd auch auf keinen Fall verkaufen und ich werde es selbst bewachen und füttern und absolut sicher gehen, dass mit ihm alles gut ist. So sei es. So, und jetzt auseinander und wir beruhigen uns. Ja, genau, wir beruhigen uns. Valio. Danke. Dominus. Valio, wirklich, du kannst unter Römern sich nicht so verhalten. Ich verstehe, dass es für dich eine emotional wichtige Sache ist, aber du musst dein Gemüt ein bisschen zügeln. Ja, aber jetzt hör mal zu. Das ist ein gestohlenes Tier. Das ist Diebesgut. Dafür sollen wir bezahlen. Ist das so bei den Römern? Ihr stehlt anderen Leuten und verkauft es dann? Nein, aber da ist nicht automatisch der am lautesten ist im Recht, sondern das wird alles rechtlich rückabgewickelt, falls es da Verbrechen gegeben hat. Dann wird das alles geklärt. Und wer ist der Richter hier? Euer Prätor oder was? Zum Beispiel, aber dazu müssen wir erstmal alles klären, was wir hier dazu gefunden haben. Aber dieses Rumgeschreie bringt doch nichts. Ich bürge immer noch für dich, ja? Ich bin am Ende verantwortlich, wenn du hier jemandem das Genick brichst. Nun gut, wir wissen, wo das Schwert ist, wir wissen, wo das Pferd ist, wir werden zurückkehren und alles bekommen. Jetzt erstmal Venimo. Convodunum. Die höchste Rechtsprechung in Convodunum hat übrigens, und das wird euch freuen, ein Lucius. Super. Nämlich Lucius Cornelius Latinianus, der Prokurator. Nochmal alle drei Namen bitte. Lucius Cornelius. Cornelius Latinianus. Der. Glaube ich tatsächlich. Ich weiß nicht, ob genau für diese Zeit, aber einmal als Prokurator für Raetia genannt wird. Es ist gut, dass die Römer die Gewohnheit hatten, ganz viel festzuhalten, wenn sie tolle Posten bekommen haben, irgendwo hinversetzt wurden oder sonst irgendwas. Irgendwo hat irgendjemand immer einen Weihestein, einen Ziegel, ein Dankesplättchen oder sonst was hingebracht. Und dann kann man ganz gut nachvollziehen, wie Leute Karriere gemacht haben im Reich. Eben auch Lucius Cornelius Latinianus, auch wenn er den verbreitetsten römischen Vornamen aller Zeiten hat. Und ihr reist zurück. Ach, zurück nach Cambodun und zurück in die Provinz. Was sollen wir denn jetzt tun? Wir können nicht einfach nur zu Martialius gehen und sagen, hey, ich glaube, du hast den Dude getötet. Hast du da nicht noch dieses Fluchttäfelchen? Ja. Sollen wir ihn verfluchen? Aber dadurch kriegen wir ja nicht, wer weiß, wie lange der Fluch wirkt. Wirkt er in einer Stunde, wirkt er in einer Woche, wirkt er ein Jahr lang? Hast länger aber Vertrauen in die Göttlichkeit, Tim? Natürlich vertraue ich den Göttinnen und Göttern, also aber ich brauche mehr Rückversicherung. Ich kann doch nicht vertrauen, ohne irgendwas Handfestes zu haben, Lunea. Glaube ist etwas Handfestes. Naja, wenn ich ihm das Bleitäfelchen an die Stirn hauen würde, das wäre was Handfestes, aber... Auch eine Möglichkeit. Wie auch immer eure Bräuche funktionieren. Könnt ihr sicher gehen und du machst noch einen Fluch da drauf. Nun, Flüche sind nicht... Ich bin eine Seherin, keine... Ja, du hast recht. Vielleicht müssen wir ja gar nicht direkt irgendwie mit ihm zu tun haben, sondern wir müssen erst... Vielleicht reicht es herauszubekommen, wo er seine Sklaven hält. Valio, du hattest doch den genialen Plan, dass wir so tun, als würden wir dich da einschleusen, als würdest du gerne zum Heere gehen und als würdest du zu Martianus gehen wollen und einen Antrag stellen wollen auf, oh, ich möchte gerne dahin. Und dann denkt Martianus, er kann dich super toll ausrauben und schickt dich hoffentlich auf genau den Wege, den... Der Plan kam... Fairerweise von Iulus, das will ich nicht verschweigen. Und der Plan ist ein guter Plan, in der Tat. Nun, ich möchte da nicht dazwischen sprechen. Und Valio, du weißt, ich schätze dich und deine Taten sehr, aber denkst wirklich, dass du aktuell einen passablen Servus abgeben würdest? Haben die Götter dir irgendwie etwas anderes gesagt? Ich bin... Nun, dafür musste ich nicht die Götter fragen. Ich fühle mich... Ich bin bei voller Manneskraft. Also, und das kann ich gerne beweisen.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Beweis sehen möchte. Aber soweit wir wissen, ist Redimus auf Martialius gestoßen, der ihn dann auf eine falsche Fährte geschickt hat, wo er dann aber von einer anderen Partei wahrscheinlich überfallen wurde. Oder von Handlangern von diesen Typen. Ja, und das Schwert an ihn zurückgebracht wurde, woraufhin er es dann an den Präfekten verkauft hat. Und das Pferd ebenso. Ja, wobei, jetzt war ja davon die Rede, dass irgendein anderer das, also man weiß nicht, ob der die Wahrheit gesagt hat, aber das muss ja nicht Martialus selbst gewesen sein mit dem Pferd. Okay, aber die Frage ist jetzt, wo hat er die Sklaven? Das ist ja der Punkt. Entweder kriegen wir es raus, indem wir uns in der Stadt umhören, oder wenn wir es nicht rausbekommen, dann müssen wir ihnen eine Falle stellen. Dann muss ich Lockvogel spielen. Weil ich würde ja dann zu den Sklaven kommen. Genau. Nutze mein Verständnis. Martialus selbst hütet ja nicht die Sklaven. Ich glaube, Martialus selbst hat nur einen Teil daran und bekommt vielleicht noch Geld. Das kann sein, ja. Und schickt die Leute, also fungiert als Ansprechpartner und schickt die Leute einfach auf einen falschen Weg. Und den Rest habe ich so, zumindest aus dem, was wir bisher von den Leuten gehört haben, macht Lucius und mit seinen Handlangern. Ja, das spricht viel dafür, dass wir bei Martialus nicht direkt die Sklaven finden. Und vor allem wäre es, oh mein Gott, ich hoffe, wir müssen nicht mit Titus reden, weil der will ja ins Sklavengeschäft einsteigen. Es könnte sein, dass er was weiß, aber ich möchte nicht mit ihm reden. Außer wenn ich das als Gelegenheit nutze, ihm mein Fluchtäfelchen unterzujubeln. Aber vielleicht sollten wir dich erstmal versuchen einzuschleusen und diese Option vermeiden. Ihr erreicht dann auch wieder die südlichen Ausläufer von Campodunum, also das Vicus, den vorgelagerten Handwerkerteil. Und jetzt würde die Entscheidung anstehen, wo wollt ihr hin? Zurück zu Erins Wohnung? In einer der Insulae, zum Forum, um irgendjemand anzuklagen, zur Wohnung von Martialius Titianus, wieder ins Bad, zu einem Tempel, es steht euch alles offen. Wir können einfach jemanden anklagen. Nun ja, eine Klage kann man auf jeden Fall bringen. Dann sollte man idealerweise auch jemanden haben, der einen vor Gericht vertritt. Und dann wird es zu einer Verhandlung kommen. Und außerdem hilft es, wenn man römischer Bürger ist, um überhaupt zugelassen zu werden dafür. Da haben wir ja einen. Ich denke da ein bisschen drüber nach. Wir haben einen römischen Bürger, sind bereit, ihn zu benutzen. Wie viel Uhr ist es denn? Also so es ist tatsächlich jetzt schon früher Abend. Ihr seid jetzt den ganzen Tag schon auf den Beinen und unterwegs gewesen. Und so, es wird langsam ein bisschen kühler. Wind kommt auf, der in den Wiesen rings um die Stadt und auf den Feldern, die vom Flachsblau mit Blüten übersät sind, so leise Wellen erzeugt. Also ich denke, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder Erin kriegt raus bei diesem Lucius, ob der Sklaven hat, wo er Sklaven hat, ob er vielleicht den auch hat, auf irgendeinem Wege, oder wir machen die Nummer mit der Falle. Mit dem Lockvogel. Möchtest du dich wirklich in diese Gefahr begeben? Ja, natürlich. Dafür bin ich hier. Es geht um den Sohn unseres Fürsten. Wer bin ich, dich aufzuhalten? Du solltest Julius, was denkt ihr? Ich weiß nicht, ob wir diesen Lucius finden werden, wenn es ein gallischer Pferdehändler aus dem Umland auch noch ist. Ob wir da wirklich jemanden finden, sofern er überhaupt existiert und der andere Pferdehändler ihn sich nicht einfach ausgedacht hat, die Schuld von sich zu weisen. Aber der Pferdehändler ist doch jetzt irrelevant. Wir suchen jetzt, wir wissen ja, wo das Pferd ist. Der Händler interessiert uns jetzt nicht mehr. Außer vielleicht am Ende, um ihm auch noch einen Kopf kürzer zu machen. Aber jetzt geht es ja erstmal um die Sklaven. Wo sind die Sklaven? Hier in der Gegend oder im Ort? Nun ja, am direktesten kommen wir natürlich dazu, wenn Valio den Lockvogel spürt. Ich meine, ich verstehe die Bedenken von Lunea. Vielleicht können wir uns ja im Hintergrund halten und eingreifen, falls es notwendig ist. Die Frage ist, was passiert, wenn sie mich, also ich muss mich ja, das wird mir schwer fallen, ich muss mich ja geschlagen geben ihnen. Ich muss ja den Kampf verlieren. Und dann werden sie mich irgendwo hinbringen. Die Frage ist, was dann, ne? Also wie erfahrt ihr, wo ich bin? Oder werdet ihr mir folgen können? Ja, wir müssen sie im Auge behalten, natürlich.
Und ihr müsst mich dann befreien, weil sie werden mich in Eisen legen. Ach. Und das, die werde ich nicht ohne weiteres abstreifen können. Sehe ich Vögel? Eigentlich immer. Immer empfangen. Du schaust dich um und in der angenehmen Abendluft sind tatsächlich Schwalben unterwegs, die wohl auch wie ihre Nester teilweise unter den Dächern gebaut haben. Und die fliegen relativ tief und die meisten fliegen zu ihren Nestern gerade zurück und zwitschern rings um euch herum. Was bedeutet, dass es viele Wege gibt, aber alle davon führen zu einem Ziel, wenn gleich auch ein Unwetter bevorstehen mag. Okay. Wir werden unser Ziel erreichen. Sehr gut. Nice. Also, was machen wir? Nun ja, du könntest ja deine Waffe abgeben, damit du die nicht zumindest verlierst. Und wir bringen sie dir dann, um dich gemeinsam zu befreien. Ja. Ja, es gibt diesen Weg, oder ihr sagtet doch, das Ganze, ist das, was hier getan wurde, ist das auch für euch Römer Unrecht? Ja, natürlich ist das Unrecht. Ein Sklave darf nicht einfach so eingefangen werden. Es gibt und Gesetze, die festlegen, wann jemand zum Sklaven wird und wann nicht. Und vor allem ist den Römern immer wichtig, eine friedliche Zusammenarbeit mit den Galliern und Auxiliartruppen. Und wenn durch diesen Fürstensohn dieser Frieden in irgendeiner Weise auf dem Spiel steht, dann ist es natürlich höchste römische Pflicht, ihn wieder zu binden. Und wer weiß, wenn sich jemand dafür engagiert, dass dieser Fürstensohn wieder zurückkommt und der Frieden gewahrt wird, dann... Und habt ihr nicht einen Ältesten hier, so wie bei uns, den man in solcher Sache dann hinzuziehen kann? Wenn ihr wisst zum Beispiel, wo dieses Sklavenlager ist, wo ich hingebracht wurde, wo ich und der Fürstensohn sich dann befindet, könnt ihr dann nicht diesen Ältesten dazu holen und der würde dieses Ungerecht sühnen? Ja, doch, bestimmt. Da bin ich mir sicher. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass mich niemand dazu drängt, mit Titus zu reden. Aber je länger wir darüber reden, desto mehr bin ich besorgt um Valios Gesundheit. Ich verstehe, dass es viele Wege gibt, die zu unserem Ziel führen. Und würde eure Meinung noch einmal sehr schätzen, zu wissen, ob ihr das gerade als das Sinnvollste erachtet, Valio direkt zu Martialis zu schicken oder ob ich jetzt schon versuchen soll, Titus etwas zu entlocken. Wobei wir natürlich nicht wissen, welche Sklaven er aktuell hat und ob er sie selbst verwaltet. Nun, die Frage ist ja, falls Venimo als Sklave gefangen wurde, dann ist die Frage nicht... Nein, dann ist die Frage, wer verkauft einen illegalen Sklaven? Wo kann man einen illegalen Sklaven kaufen? Wo an diesem Ort, in dieser Stadt? Oder im Umland? Platz für so etwas. Genau, wir brauchen eigentlich nur den Ort, wo die Sklaven sich befinden. Ja. Und ja, klar, man kann es versuchen. Also wenn ihr diesen Mann, diesen Händler, diesen Kriminellen, diesen Räuber so gut kennt, dass er euch das verraten wird, dann können wir diesen Weg gehen. Wir können es auch zuerst probieren und dann, wenn das nicht klappt, dann machen wir den Lockvogel. Ich schlage einen Kompromiss vor, Valio. Ich schlage vor, dass du den Lockvogel spielst, aber auf andere Art und Weise. Wie wäre es, wenn du dich als Interessente, als hättest du Interesse an einem Servus aus deiner Heimat, aus niederen Gründen, schieb Rache vor, ich weiß es nicht. Ja, aber das müsste Julius machen, also das würde mir doch niemand abnehmen. Das natürlich würde man dir das abnehmen, du bist der Barbar in ihren Augen. Ja, aber gerade der Barbar, der so einen Haussklaven hat, das kommt mir komisch vor. Wieso? Ich fürchte tatsächlich, dass das eher etwas wäre, was plausibler aus den Mündern von Julius und mir kommen würde. Wenn wir Der OT, hatten Kelten nicht auch Sklaven? Ja. Also ja, beziehungsweise die Kelten hatten auch ein System von Freien und Unfreien, soweit wir wissen. Es gibt eben, die Kelten haben nichts selber aufgeschrieben. Und Kelten ist ja auch das Wort, das wir benutzen, abgeleitet von dem griechischen Begriff Keltoi. Selber haben die sich vermutlich
sehr kleinteilig benannt. Ja, ihr seid Vindelica, aber unter denen auch noch Rukinatis. Und das, die anderen sagen, ihr seid alle dasselbe, das kommt euch schon spanisch seltsam vor. Ja. Aber ich glaube, die sind nicht zu den Römern gegangen und haben sie auf dem Sklavenmarkt sich die Sklaven gekauft, sondern das waren eher so Gefangene von Raubzügen oder Schuldsklaven. Ja, beziehungsweise halt eben, es gab einfach nur eine privilegierte Gesellschaftsschicht, die überhaupt frei war. Und die meisten Leute waren nicht frei. Und das war einfach der normale Zustand der Gesellschaft. Soweit wir wissen. Beides ist möglich. Alles ist möglich. Hilario, also, der daneben steht, was und das ist. Die Frage wäre auch, wenn, je nachdem welcher Plan das ist, ob Valio irgendwas verstehen soll oder gezielt eben nicht und was ich übersetzen soll und wo ich mitgehen soll. Also, ich stehe bereit für einen Lockvogel als einen Sklaven zu kaufen und da irgendwelche römischen Namen zu verstehen und so, das ist nicht meine Sache. Ja, das würde eher zu Iulus passen, einen Sklaven zu kaufen. Nicht zu ungut. Wir können ja erst das eine probieren und wenn das nicht klappt, dann haben wir immer noch die Möglichkeit. Gut. Dann werden Erin und ich versuchen, einen Sklaven zu erwerben. Und falls wir da keinen passenden finden, dann schicken wir Valio. Gut. Und müssen wir dafür zu Martialus? Nee, ne? Sondern nein. Zu Titus. Titus, ich befürchte, du musst jetzt stark sein. Ich schaff das. Ist alles in Ordnung, Domina? Hervorragend, vielen Dank. Ah, soll ich einen irgendwas zu essen besorgen und was zu trinken? Es ist jetzt schon ein langer Tag. Ja, einen kleinen Spieß hätte ich echt gerne hier, Leute. Ich glaube, die Küche hatte für heute Abend Huhn vorbereitet. Huhn? Hühnerspieß. Ei, okay. So soll es sein. Wir kümmern uns darum. Dann stärken wir uns kurz und dann ziehen Julius und ich direkt los zu Titus, um keine Zeit zu verlieren, denn der Abend naht. Es gibt ein kleines, leichtes Mahl aus frischem Brot und gut gewürztem Hähnchen und so als kleinen Snack dazu tatsächlich importierte Datteln, die jemand in Schinken gewickelt und in Honig und grobem Salz angebraten hat. Absolutes Luxusessen, aber auch ausgesprochen lecker. Und ich würde gerne aber mitkommen, um euch im Notfall irgendwie beispringen zu können. Vielleicht. Waldfrei, versteht sich. Naja, möglicherweise führt er euch ja zu den Sklaven selbst und dann müssen wir ja vor Ort sein, falls es zur Eskalation kommt. Ja. Also wir beobachten aber, euch, ja. Wir, genau, ich wollte gerade sagen, genau. Wir lassen uns nicht blicken. Genau. Ja, genau. Es ist ja jetzt bald dunkel, der Abend passt uns gut, denke ich. Ja, und Plonia ist ja Jägerin, sie kann ja sehr gut bestimmt. Selbst wenn ihr längeren Abstand haltet, uns noch folgen und Fährten lesen. Und so. Ja. Cool. Dann, oh Gott, gehen wir zu Titus. Julius? Ja? Wenn ich meine Fassung verliere, hilf mir, steh mir bei, beruhig mich wieder. Werde ich. Ich packe mein Fluchtäfelchen natürlich auch ein, wollte ich nur fürs Protokoll gesagt haben. Und ich ritze vorher Titus Namen ein. Und Lunia, wir sollten irgendwie auch noch zu den Göttern beten, um Beistand bitten. Eine hervorragende Idee. Aber das klingt schon mal gut. Ich denke, für ein Opfertier ist das zu spät. Ja, wir haben andere Möglichkeiten. Zum Beispiel? Du kennst dich doch da besser aus. Deine Fibel wäre. Ja. Ja. Angemessen. Ja. Okay, ich opfer. Okay. Opfern wir die Fibel, ja. Selbstverständlich. Wem wollt ihr das opfern im Tempelbezirk? Da gibt es, wie gesagt, für viele Götter jeweils kleine Schreine, kleine Tempelchen für Epona, für, wie wir gestern gelernt haben, Rosmerta. Ich finde, Rosmerta hat was verdient. Ich weiß nicht, wofür sie zuständig ist, aber. Sie ist wohl das keltische weibliche Pendant zum Hermes, also für Vermittlung, Handel, Reisen. Ja, guck. Nachrichten überbringen. Ja, Rosmerta hat die Fibel verdient. Gut, dann gibt die Rosmerta die Fibel in das Opferfeuer. Und währenddessen machen sich Erin und Iulus auf
zum Haus von Titus Gavius Crassus. Und er hörte tatsächlich Stimmen aus dem Innenhof. Offensichtlich hat er auch ansonsten Besuch. Und sieht Leute rein und raus laufen, die Besorgungen machen. Und einen Bediensteten etwas überrascht stehen bleiben, als er euch näher kommen sieht. Einen wunderschönen guten Abend. Oh, einen guten Abend. Ihr wollt zum Dominus? So ist es. Könnten Sie uns ankündigen? Selbstverständlich. Ich weiß auch, ich bin überrascht. Kündigen Sie bitte Erin und Julius Spurinus Fronto an. Geht rein. Julius Spurinus Fronto ist hier und die Händlerin Erin. Kurz darauf erscheint er dem Durchgang zum Innenhof des Gebäudes wieder und winkt euch, dass ihr eintreten könnt. Okay. Ja. Ich wollte noch sagen, ich verstecke, während er reingegangen ist, verstecke ich mein Fluchtäfelchen in der Mauer von ihm. Du schiebst das in eine Mauerritze hinein. Ja. Du hast irgendwie einen Moment absoluter Zufriedenstellung. Währenddessen gerade die Kohlen zerfallen in der Opferschale im Tempelbezirk und mit einem leisen Knacken ein Teil der Fibel zerspringt. Und dann geht ihr hinein. Titus Gavius Crassus erhebt sich gerade von einer Sitzbank im Innenhof und macht eine Geste mit seiner Hand. Ja, wir sprechen später weiter. Ich habe einen sehr interessanten Besuch angekündigt bekommen. Julius Spurinus, mein Freund. Ach, Titus, guten Abend. Und Erin. Titus, es freut mich, dich zu sehen. Wie geht es dir? Mir? Oh, ich erfreue mich. Bester Gesundheit. Wein? Ja, ach, gerne. Sehr gerne. So muss es sein. Ja, kommt, wir ziehen uns ins Triclinium zurück. Geht eben in einen Raum, in dem diese Dreier-Sitzgelegenheit bzw. Liegegelegenheit ist und er lässt sich da auch nieder, legt sich hin, während jemand einen Tisch aufstellt, auf dem auch lauter kleine Häppchen angerichtet sind und wo Wein und Wasser in Krügen bereitgestellt wird. Ah, Iulus, wollt ihr unser Magister Bibendum sein? Entscheidet, wie wir das Wasser und den Wein mischen. Ach, Hälfte ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit für diese Stunde. Eine gute Wahl. Später können wir ja zu was anderem übergehen. Ach, Titus, ich weiß, eure Zeit ist kostbar. Hm. Deswegen wollen wir direkt zum Punkt kommen. Und zwar brauchen wir Unterstützung. Wir brauchen, und da haben wir natürlich... Aha. Er greift zu den Häppchen und nimmt sich da einen kleinen Keks oder so etwas in einer Art, ein Gebäck. Und stopft sich das in den Mund. Da haben wir natürlich, wenn es um die besten Servi und natürlich auch die preiswertesten Servi Campodunums geht, sofort an euch gedacht. Mhm. Meine kleine beiläufige Bemerkung, dass ich in das Geschäft einsteigen will. Und dann seid ihr auch direkt daran interessiert. So ist es, wir nehmen dich ja schließlich als Mithändler ernst. Das hoffe ich doch. Meine liebe Erin, meine liebe, gute, edle, keusche Erin. Ihr seid eine gute Frau, speziell dafür, dass ihr als Gallierin geboren wurdet. Wollt ihr verkaufen oder wollt ihr kaufen? Ich nehme an, dass Iulus hier nur dabei ist für den Schein. Nehmt es mir nicht übel, Iulus Spurinus, mein Freund, aber ihr seid kein Händler und ihr besitzt doch keinerlei Verhandlungsgeschick. Sonst wärt ihr nicht mehr hier. Schätze Iulus tatsächlich sehr als Berater an meiner Seite, deswegen ist er natürlich auch heute Abend mit dabei und korrigiert mich, falls ich natürlich schlechte Vorschläge machen sollte. Allerdings, ich komme mit einem eigenen Interesse zu dir. Mhm. Einem sehr spezifischen Interesse, einem sehr persönlichen. Ich bin auf der Suche nach einem Sklaven für meinen Haushalt, der konkret aus dem Stamm der Rucinatis sein könnte, ein Vendelica. Habe ich euch nicht mit genau so einem Exemplar auf dem Forum gesehen? Etwas ältlich, hinkt auf dem einen Bein? Sorry, ganz kurz für mich. Der Venemo ist doch auch aus den Rucinatis, ja, oder?
Okay, ich wollte nur, dass ich nicht die Namen der Völker vom Stamm. Es gibt sehr viele Namen. Manche Leute haben sogar 6 davon. Es ist nicht unkompliziert. Ja, okay, Rukinates. Valiolunea und Venimo sind Rukinates. Ja, es ist tatsächlich eine noch persönlichere Sache. Ich habe gehört, dass irgendjemand einen Sklaven halten soll von einem jungen Mann mit einer größeren Narbe auf der rechten Seite. Hast du so einen zufällig in deinen Sammlungen gesehen? Ich habe ja gerade erst angefangen mit dem Geschäft und noch kein größeres Kontingent angekauft. Aber ein paar erste Kontakte gepflegt. Was hat er denn für Befähigung? Ich sage nicht, dass ich den irgendwo gesehen hätte oder so, nein. Aber in welche Richtung könnte man ihn vielleicht verkaufen? Ein Rukinates, ist er begabt im Umgang mit Pferden? Ist er ein... Ich weiß nicht, Koch werden die wohl kaum sein, Digga. Nein, nicht der. Nicht dieser. Ich schätze, ich hätte ihn gerne für meinen Haushalt, für natürlich den Umgang mit Pferden, aber auch zum Wachen als Hüter meines Hauses. Ich denke also, er sollte einen guten Umgang mit einem Schwert pflegen können und um die 18 Sommer zählen, nicht viel älter. Meine Gute, da würde ich euch keine Gallier empfehlen. Das sind Hitzköpfe, die hören nicht gut auf Befehle, als ein Wächter braucht ihr jemand anderes, jemand Zuverlässiges. Ich weiß, was du meinst, Titus, aber ich bin daran interessiert, weil es mir ein persönliches Anliegen ist, aus ausgerechnet diesem Stamm jemanden als Bediensteten zu haben. Habt ihr da echt eine Feindseligkeit oder den Wunsch danach, als Besitztum etwas zu haben? Ich verstehe. Ja, ein alter Konflikt, nennen wir es so, der familiär nicht anders ausgetragen werden konnte. Und du weißt ja, manchmal hat man irgendwelche komischen Wünsche, zumindest auf irgendeine Art und Weise die Kontrolle über die Situation wieder zu erlangen. Das ist meine Art. Leider. Fällt dir da jemand ein? Ich meine, du sagtest, dein Kontingent ist klein. Da besteht ja eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du die Person noch von Angesicht zu Angesicht selektieren und sehen konntest. Gute Erin, ich habe so etwas nicht in meinem Besitz. Aber Iblis Borinus, verzeih mir, wenn ich jener Dame gegenüber in eurer Anwesenheit unhöflich werde. Aber Erin, wir waren noch die Freunde. Dein Mann hat mir immer Ärger gemacht. Und kaum war er endlich weg, machst du mir immer Ärger. Und jetzt kommst du her und willst von mir einen Gefallen? Ich verstehe das nicht ganz. Warum sollte Titus Gavius Crassus dir, dem gallischen kleinen Ehefrau von meinem letzten großen Konkurrenten im Ort, einen Gefallen tun? Dir und deinem römischen Anstands-Wow-Wow hier. Nun, wenn du mich als kleine gallische Ehefrau siehst, scheine ich ja nicht eine so große Bedrohung für dich gewesen zu sein, die letzten Jahre in unseren Handelsbeziehungen. Außerdem könnte ich mir durchaus überlegen, dir Informationen über den Sklavenhandel zu überlassen, beziehungsweise dir diesen Zweig einfach in Cambodunum zu überlassen und nicht dort einzusteigen. Das klingt doch... Wir können das Ganze auch auf wirtschaftliche Interessen lösen, nicht wahr? Wir müssen das Ganze ja nicht auf eine... Wir müssen uns ja nicht mögen und persönliche Freunde sein, um wirtschaftliche Beziehungen in dieser Stadt zu pflegen, lieber Titus. Das ist absolut richtig. Und ich mag euren Vorschlag. Ich mag euren Vorschlag, Erin. Ihr lasst die Finger aus dem Sklavengeschäft. Wenn du mir konkret diese Person liefern kannst oder sagen kannst, wo sie ist. Nicht hier. Der Mann, den ihr sucht,
ist weiterverkauft worden. Wohin? An einen Zwischenhändler. Und dieser Zwischenhändler hat sich auf Ludi spezialisiert. Das, wofür Gallier am besten sind. Kämpfen. Heißt das, was anderes können davon, die eh nicht. Heißt das, wir müssen davon ausgehen, dass die Person bereits weit weg von Cambodunum transportiert wurde, oder halten sich die Händler noch hier in der Gegend auf und wir könnten sie aufsuchen? Das weiß ich selber nicht. Aber ich kann euch sagen, dass an der Straße nach Südosten des Öfteren Leute verloren gehen und die wissen Bescheid, an wen er weiterverkauft wurde. Auf der Straße nach Südosten? Er wurde doch in Richtung der Ala geschickt, die von dort her gekommen ist. Und dort wurde er abgefangen. Und dann, entweder müsst ihr euch mit ihm beschäftigen oder ihr müsst darüber nachdenken, gute Irin, und euren Geist einmal ein bisschen anstrengen. Oder ihr leiht euch den von Iolus, ihr schaut rüber zu Iolus. Oder vielleicht auch nicht, ich weiß nicht, ob das so viel vorgeht. Nun, wenn das alles ist, was du weißt... Ihr guckt so putzig, Julius. Nehmt noch einen Becher Wein. Ihr müsst ihn auch nicht mit Wasser mischen. Und würde man einen so teuren, guten, jungen, gesunden, kampffähigen Sklaven bringen, wo man ihn ausstellen kann, in einer Arena und wo nicht die Gefahr besteht, dass jemand erkennt und weiß, dass er vielleicht nicht ganz legal erstanden wurde? Nun ja, meine Befürchtung wäre ja, dass er nach Rom transportiert wird, aber ich habe trotzdem gehofft, dass meine Befürchtung nicht wahr ist. Nun. Titus, es war mir wie immer ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Julius, da du die Erweiterung meines Geistes bist, frage ich dich, hast du noch irgendwelche Fragen? Naja, also habt ihr denn zumindest eine Idee, wo er hingebracht werden könnte? Also direkt nach Rom ist ja ein weiter Weg. Gibt es denn eine Arena hier in der Nähe? Oder weiß ich das vielleicht auch so? Es gibt ein paar, wie wir gestern erfahren haben, von unseren ExpertInnen, die in der Regel dann bei Militärstätten sind, die bei Augusta Fidelicum dürfte noch nicht gebaut sein. Aber das wären alles halt Einzugsgebiete von gallischer Bevölkerung. Das wäre die Frage, ob man ihn dorthin bringen würde. Ansonsten in Germania Superior gibt es auf jeden Fall welche, wenn man nach Westen geht. Und wenn man dann im Osten nach Asia Minor irgendwie rüberschauen würde, auch auf jeden Fall. Das ist auch eine lange Tradition. Aber die größten und die berühmtesten Arenen sind und bleiben nun mal in Italien. Jenseits der Alpen. Nun gut, dann vielen Dank für den Empfang. Vielen Dank für die freundlichen Worte. Und für den Wein? Ja. Dann wünsche ich dir viel, unendlich viel Erfolg bei deinen Sklavengeschäften in Zukunft, mein lieber Titus. Wir sehen uns ja jeden Tag. Dir bei all deinen Geschäften. Danke. Dann verlassen wir. Ich trinke meinen Weinbecher demonstrativ leer und setze an zum Gehen. Einen schönen Abend. Auch. Im Tempelbereich ist die Kohle im Becken gänzlich heruntergebrannt und mit einem lauten und klagenden Ruf sind mehrere Reiher über den Tempel gezogen, was für Lunea bedeutet, dass das Opfer angenommen wurde und die Wege bereitet werden. Und ich nehme an, dass ihr euch dann wieder zusammenfindet. Leute, sind das gute Nachrichten, Julius? Also, es gibt Nachrichten, sagen wir es mal neutral. Wir konnten Titus immerhin entlocken, dass die Person unter den Sklaven ist, leider über einen Zwischenhändler verkauft und an einen, der sich auf Ludi spezialisiert hat. Das sind die klassischen Kampfspiele, Schauspiele. Verdammt! Ja.
Deswegen müssen wir davon ausgehen, dass sie nicht in ein gallisches Gebiet transportieren werden, sondern weiter weg Richtung Italien. Und naja, unser nächster Anlaufpunkt könnte natürlich sein, den südwestlichen Weg aus Campodunum zu nehmen und dort nach Menschen zu schauen. Denn was Titus uns auch gesagt hat, war, dass dort Menschen verschwunden sind, dass das der Ort des Überfalls ist, wo sie Sklaven einziehen. Dann können wir doch noch den Lockvogel spielen. Möchtest du das doch noch machen oder sollen wir da einfach hingehen, Valio? Naja, was heißt einfach hingehen? Wenn wir hier mit einer großen Gruppe da lang marschieren, gut bewaffnet, noch ein Römer an unserer Seite, da werden wir doch nichts finden, oder was? Naja, wenn, dann müssten wir dich alleine vorausschicken und dir natürlich hinterhergehen, aber wir können auch den Umweg über Martialus machen. Martialus? Wie? Naja, was ich meinte ist, so wie ich das Geschäftsmodell verstanden habe, ist jemand kommt so zu Martialus, kündigt sich an, wird nach Südwesten geschickt, vielleicht auch vorher ein Bote gesendet, etc. Das ist vielleicht sicherer, ja. Dann muss ich, ja. Dann gehen wir den gleichen Weg wie wie der Fürstensohn. Ich tue so, als ob ich kämpfen möchte, als ob ich zu den Römern will. Das wird mir schwer fallen, zugegebenermaßen. Und dann schickt er mich dorthin, ja. Klar, dann sind die Unholde dort schon informiert und lauern uns vielleicht mit Sicherheit auf. Das würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Ja. Die Frage ist nur, würdest du dich direkt an Martialius wenden? Du weißt ja eigentlich nichts von ihm, wenn du hier erstmal ankommst. Ich weiß gar nicht, wie Vedimus an ihn gelangt ist, aber wahrscheinlich ist er bekannt als Gönner und Bürger für Gallia. Julius, wir könnten ja sagen, dass Valio natürlich unter einem anderen Namen dich einfach auf dem Markt angesprochen hat und du wusstest, dass, weil du ja mit ihm im Bäderhaus gesprochen hast, du Valio an Martialus vermittelst. Mhm. Ja, so können wir es erzählen. Und ihr brennt ja auch für die römische Sache und so weiter. Ihr habt mir das ja sehr eindrucksvoll geschildert, wie toll es ist, dort zu kämpfen. Ich meinte, ihr seht, was die Wahrheit ist. Unsere jungen Männer werden gestohlen von euch Römern. Das ist die Wahrheit. Aber gut. Und er ist nicht im Lager angekommen. Sonst hätte er vielleicht für die Auxiliartruppen kämpfen können, wenn er dort angekommen wäre. Für die Wegelagerer und Verbrecher könnt ihr uns nicht verantwortlich machen. Ja, aber es war ein römischer Bürger, der ihn dorthin gelockt hat. Und für diese sollen wir kämpfen. Nun, lasst uns diese Streitigkeiten später beilegen. Ich glaube, wir waren uns vorher eigentlich auf eine sehr schöne Art und Weise einig, wie unser Plan fortgeführt werden sollte. Ja, damit bin ich auch weiterhin einverstanden. Gut. Das heißt, wir legen uns auf die Lauer und folgen dir, wenn du die Stadt verlässt? Ja. Ja. Also, Valio hoffend. Hilario steht daneben und schaut zwischen euch hin und her. Aha. Ja, nicht, dass wir am Ende zwei Gallier verfolgen müssen durch halb Rom. Ich denke, wir sollten ihn vielleicht im Blick behalten, den Valio. Nur meine bescheidene Meinung. Also ich dachte, das ist der Plan. Habe ich das falsch verstanden? Ich weiß nicht, ob das auch Valios Plan ist. Ja, natürlich ist das der Plan, ja klar. Und du möchtest deine Waffe normal mitnehmen? Die wird dir abgenommen, früher oder später. Ja, aber wie unglaubwürdig ist das denn? Ich reite da als Krieger ohne Waffe? Da wären die doch, skeptisch. Ich könnte auf jeden Fall gucken, ob bei mir im Hause noch eine ältere Waffe ist, die nicht ganz so wertvoll ist wie die ihre, falls sie Sorge haben, ihre oder zu verlieren. Die alte Klinge von deinem Ehemann. Von meinem Ehemann? Ich hebe meine Palla so ein bisschen an der Seite hoch. Ja, das wäre auch eine gute Alternative. Also ich trage die ja. Ich werde die jetzt nicht ablegen, lieber Julius, ne? Okay, wir nehmen irgendeine Waffe. Das passt schon, ja. Und aber naja, gut, ja. Ich meinte, ich darf sie ja nicht einsetzen. Insofern werde ich meine nicht vermissen. Ist schon in Ordnung, ja. Und dann nehmen wir aber auch irgendein Pferd, ja. Wanda darf nicht gestohlen werden. Was heißt ich? Hier irgendein Pferd? Jedes Pferd ist wertvoll. Ja, Lunea, also du suchst es aus für mich, ja? Unser Lockvogelpferd mit besonderen Fähigkeiten für diese Aufgabe. Ich werde die Göttin bitten, ein besonderes Pferd zu organisieren. Gut. Und somit habt ihr einen Plan gefasst. Und ich würde sagen,
wie gut dieser Plan aufgeht und ob ihr dann tatsächlich darüber den Sohn des Keltenfürsten aufspüren könnt, wenn ihr ihm nachstellt, das finden wir in 2 Tagen raus, wenn wir am Donnerstag dann das Finale spielen. Erstmal vielen, vielen Dank. Ganz viele schöne, tolle Szenen mit euch gehabt heute. Und ich schalte ein paar Sekunden hier gerade eben nochmal in den Wartebildschirm und dann sind wir gleich mit unseren ExpertInnen aus dem Archäologischen Park in Campodunum wieder da. Und dann könnt ihr noch weitere Fragen stellen, beziehungsweise ich schaue gleich mal rein. Es wurden auch welche gesammelt in einem Chat dafür. Und wir sind sofort wieder da. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Hallo zusammen. Hallo. Oh. Mein Mikro war aus. Das wurde mir gesagt, mit Hilfe von einem Hund. Verzeihung. Ich hatte mein Mikro nicht wieder angemacht. Das ist übrigens Indy, der Studiohund hier bei mir. Und liebe Grüße von ihm. Der ist sofort, als die Tür auf war, damit mir jemand sagen kann, mein Ton aus ist, reingestürmt. Nicht beachten. So, also bei uns sind jetzt Dr. Maike Sieler und Dr. Johannes Schiesel aus dem Archäologischen Park in Campodunum. Und wir dürfen Maike und Johannes sagen, was natürlich sehr viel praktischer ist, nachdem wir heute schon den ganzen Tag hatten, wo Leute sehr viele lange Namen haben. Hallo hier. Richtig. Ja, es war unheimlich spannend wieder mit euch heute Abend. Und zum Thema Namen können wir vielleicht gleich einhaken. Die vielen langen Namen. Meistens haben sich die Römer damit begnügt, nur den dritten Namen, das Cognomen, den Rufnamen zu verwenden, der relativ spezifisch gerne auch mal auf körperliche Eigenheiten der Person zugeschnitten war und damit es meistens leichter machte, die Leute dann auch treffend zu identifizieren. Das heißt, es wäre eigentlich immer Fronto. Ey, Fronto. Was bedeutet Fronto? Was war das zufällig? Boah, nee, da müssten wir jetzt selber auch nochmal recherchieren. Fronto. Mein Latein ist leider. Oder sowas, stark, mein Latein kräftig. Ist schon so lang her mittlerweile. Aber wenn das sich immer auf etwas Körperliches irgendwie bezogen hat, kam der Name dann erst später oder hat man das dann schon dem Kind quasi gegeben? Darf ich kurz sowohl als auch. Also heißt? Auch Cognomina konnten schon. Erworben werden, von den Eltern auch übernommen werden, aber ganz oft haben die sich auch im Erwachsenenalter erst entwickelt. Also da gibt's alle Varianten. Ich habe für euch ein Update, was Fronto heißt. Ja. Der Breitstirnige. Wow. Okay. Ah, das ist doch sicherlich ein Kompliment. Hey, aber das heißt, nochmal im Klartext, sie haben irgendwann einfach so das wie der Breitstirnige zu jemandem gesagt und das war dann wirklich der Name? Ja, genau. Der Rufname. Sein vollständiger Name ist natürlich der erste Name, sein Familienname und dann sein Rufname. Und weil man ja so gerne nach dem Vater benannt wird als Erstgeborener und damit man ihn vom Vater unterscheiden kann, gibt es dann eben diesen Zusatznamen noch, den Cognomen, mit dem man ihn dann ruft auf der Straße. Ich meine, es geht schlimmer. Crassus heißt der Dicke. Genau.
Und es gab tatsächlich berühmte... Was für eine Mobbinggesellschaft. Ja, das ist schlimm. Als wären die Römer nicht ideal. Es gab aber sehr berühmte Leute, die Crassus als Kognomen hatten. Caesars Zeiten, zu Kaisers Zeiten gab es einen berühmten Feldherrn namens Crassus. Und es gibt auch die Ehrennamen, die dann vererbt werden, wie Germanicus oder wie Africanus, wenn einer in der Familie... Scipio Africanus, der Name wird weiter vererbt an seine männlichen Nachkommen. Germanicus, der Name wird auch als Beinamen weiter vererbt. Es gibt auch Römer, die haben mehrere Beinamen. Also es muss nicht bei einem bleiben. Also es können dann auch zwei oder drei werden hinten raus. Aber einer bleibt, hat als Rufname erhalten. Und das ist auch eine Mode, die sich erst gegen Ende der Römischen Republik entwickelt hat. Also das ist so ab dem späten 1. Jahrhundert vor Christus wird es immer mehr Usus, dass römische Bürger sich dann so mit ihren Trianomina, mit also tatsächlich drei Namen, auch durch die Literatur und durch die Inschriften bewegen. Florentin, vielleicht verdienst du dir noch einen vierten Namen beim nächsten Mal. Ich bin dran, ja. Der Sklavenbefreier. Ja, genau. Oh, da gibt es sicher den Liberius. Ja. Oh ja. Genau, Thema Sklaven, das war auch noch was wir nochmal anmerken wollten. Das Thema Sklaven in der Provinz ist auch was, das immer wieder heiß diskutiert wird. Also wir kennen vieles, also Sklaven eigentlich nur, wenn sie als Freigelassene auftreten. Also wenn sie sich entweder die Freiheit selbst erkauft hatten durch eigenes Handeln, durch eigenes Geld beiseite legen oder wenn sie freigelassen worden sind. Besonders gibt es die kaiserlichen Sklaven unter Augustus. Der hat so eine enge Beziehung zu seinen Sklaven und vertraut ihnen so sehr, dass er ihnen auch dann Aufgaben überträgt und sie quasi dann als seine freigelassenen Sklaven immer noch in seinem Haushalt angegliedert für sich Tätigkeiten übernehmen lässt. Aber was jetzt die Sklaven jetzt in Kambodunum zum Beispiel angeht, da müssen wir tatsächlich sagen, wir wissen nicht, ob es in Kambodunum Sklaven gegeben hat. Also ob tatsächlich Menschen den Status eines Sklaven hatten. Das ist sehr schwierig, weil sie tauchen halt in den Inschriften nicht auf, wenn wir Inschriften haben. Und sie tauchen auch im Alltäglichen, in den Gegenständen, die wir finden, eigentlich nicht auf. Ausnahmen sind dann zum Beispiel, wenn man Handfesseln oder Fußfesseln findet. Das ist aber schon eher sehr selten. Aber kann man nicht deduzieren und sagen, das gab es überall, also auch dort? Tatsächlich nein. Also in den gesamten Nordwestprovinzen fehlen Nachweise für Sklaven in den Inschriften, im gesamten Inschriftenmaterial. Und das ist tatsächlich für die Althistoriker auch ein Argument, davon auszugehen, dass die Sklavenwirtschaft es gar nicht so wirklich über die Alpen nach Norden geschafft hat, sozusagen. Mhm. Wir kennen einige Sklavennamen noch bei frühen Großmanufakturen von Feinkeramik, römischer Terra Sigillata, ein feinchronologisch empfindliches und reichsweit verhandeltes Tafelgeschirr. Da gibt es dann Töpferstempel, wo auch Sklaven und Abhängige genannt werden, aber nur bei den Produktionen, die wirklich in Italien stattgefunden haben. Und als dann mit der Eroberung Galliens dann auch unter Augustus solche Manufakturen in Gallien gegründet wurden, da kommen dann wieder keine Sklaven mehr vor. Also es scheint wirklich die Sklavenwirtschaft eine gewesen zu sein, die sehr stark erstens in der Römischen Republik stattgefunden hat, dann vor allem nur noch eigentlich in Stadtrom oder mit den kaiserlichen und senatorischen Familien zusammenhängt und ein Stück weit südlich der Alpen, also Nordafrika, da kennen wir wiederum mehr Beispiele für Sklavenwirtschaft. Aber eben bei uns im Norden eher nicht. Aber wahrscheinlich wurden sie von hier dann quasi dorthin geschafft. Also die Kelten haben ja auch, glaube ich, damit gehandelt und so. Mhm. Okay, verstehe. Der Beruf des Sklavenhändlers, der Mango, der die Sklaven dann eben auch über die Alpen bringt, das ist eben ein ganz, ganz gut belegtes Phänomen. Wir haben auch wir haben Weiheinschriften eines Sklavenhändlers, der über den großen St. Bernhards Sklaven nach Süden bringt. Mhm. Genau, und natürlich auch Bezug nehmen wahrscheinlich auf die Stelle bei De Bello Gallico, also bei Julius Caesar, der einen ganzen Stamm, 53.000 Menschen mit einem Schlag an Sklavenhändler verkauft in Gallien während seines Feldzugs und die werden dann nach Rom gebracht. Aber der Sklavenhandel in Rom hört auch nicht im 1. Jahrhundert auf, sondern wir wissen auch aus der Spätantike, aus dem Diokletianischen Preisedikt, wo ganz genau festgeschrieben ist, wie viel kostet ein Mann, ein gesunder junger Mann, ein junges Mädchen, eine alte Frau, ein gut ausgebildeter Sklave. Und jetzt ratet mal, was am wenigsten wert war. Eine Frau? Eine Frau.
Eine alte Frau. Frauen. Alte Frauen und Kinder unter 8 Jahren. Mhm. Schön. Und ab wann war man alt? Sorry. 30. Also auf dem Preisedick steht Frauen über 60. Genau. Ah. Was? Oh, wow. Wow. Okay, das ist aber schon sehr alt, ne? Aber was ja hervorragend ist, ist ja, wenn dieser Sklavenhandel in unserem Gebiet nicht floriert hat, heißt das, Titus wird über lange Sicht auf jeden Fall Minus machen und mein Fluchthäfelchen hat gewirkt, das wollte ich noch kurz festhalten. Wir können hiermit festhalten, dass Erins Eingreifen mittels Fluchthäfelchen dafür gesorgt hat, dass die Sklavenhaltung sich nicht durchsetzt. Finde ich gut. Ja, genau. Was auch noch ganz spannend war, wir haben natürlich dann immer eure Preise noch versucht, die während dem Spiel so zutage gekommen sind, so, was waren es, 100 Denare für das Schwert? Das ist ein sehr stolzer Preis, ja. Genau, wir haben das nochmal versucht. Wir haben tatsächlich für solche Dinge relativ wenig Anhaltspunkte aus den Quellen, was wir haben. Aber spätantike Preisedikt und dann versucht so ein bisschen die Inflation, die da dahinter steckt, auch noch rauszurechnen. Dann ist es schon ganz, ganz spannend, dass es hinkommen könnte. Also da wissen wir, dass alleine ein Handwerker, der ein Schwert schleifen muss, 25 Denare pro Stunde bekommt. Pro Stunde Arbeit. Das ist aber zu der Zeit schon eine relativ hohe Inflation. Also das müsste man ungefähr durch 10 teilen. Also 2,5 Denare für einmal eine Stunde Schwert schleifen, damit es wieder ausgeschartet ist. Okay. Also ich versuche hier immer irgendwie wild zu schätzen nach ein paar Listen, also Preistabellen, die ich auch gefunden habe, irgendwie was die Preise von einem guten Pferd oder einer Waffe angehen. Aber ich habe 100 Denare auch als ziemlich unverschämt hoch angesetzt gehabt. Ich bin froh, dass es nicht vollkommen jenseits der Realität war. Eher relativ günstig. Verdammt. Tatsächlich. Es war ein Schnäppchen. Es war ein Schnäppchen. Du hättest es kaufen sollen, Erik. Hätte zuschlagen sollen. Fuck. Okay. Hier kam gerade noch eine Frage rein zum Thema Geschirr. Glasgeschirr und ob es denn auch tatsächlich Geschirr aus Glas gab, das können wir ganz kurz mit einem fröhlichen Ja beantworten. Es gab wunderbares Glasgeschirr, geblasen oder formgeschmolzen oder in eine Form geblasen, ganz toll. Die Glasmacherpfeife wurde auch schon 50 vor Christus erfunden und seither hat das Glas einen Siegeszug durch die gesamte bekannte Welt eigentlich gemacht und Glasgeschirr war sehr beliebt, auch Teller und Schalen aus Glas. Ebenso wie Gläser, Krüge, Kannen. Genau. Gut. Ich glaube, wir wollten heute ein bisschen über Militär und Waffen sprechen, weil es auch oft im Chat gefragt wurde, stimmt es denn, dass die gallischen Schwerter so gut waren oder die römischen Waffen im Vergleich dazu und dass da sehr unterschiedliche Meinungen gab? Oh, schon darauf geantwortet, dass Cäsar natürlich schreibt, dass die keltischen Schwerter nach dem ersten Schlag verbogen sind. Und die Kelten sie auf dem Schlachtfeld erst wieder gerade treten müssen, die Gallier. Aber tatsächlich ist die Eisenverarbeitung in der späten Eisenzeit, zu dem die Kelten und Gallier gehören, so hoch entwickelt, dass sie, dass diese Eisenschwerter also so eine gute Qualität haben. Und der norische Stahl, also aus dem heutigen Österreich, ist ein so begehrtes Handelsgut bei den Römern, dass sie sogar in Kärnten am Magdalensberg eigene Handelsniederlassungen gründen, nur um dort direkt den Stahl am Produktionsort abzugreifen, damit sie den nach Italien verkaufen können. Also, dass die Waffen von der Qualität her schlechter waren als die römischen, das kann man nicht sagen. Was der Roms Vorteil ist, ist natürlich, sie haben als einziges Weltreich, also im Mittelmeerraum, im westlichen Mittelmeerraum, eine Berufsarmee. Und das ist halt der Vorteil gegenüber allen Gegnern, denen sie entgegentreten, seien es Gallier, seien es Kelten, seien es Germanen später. Die Berufsarmee, die quasi nicht dann das Feld im Hintergrund hat, sondern die den ganzen Tag trainiert, Waffendrills macht und halt einfach auf Abruf bereitsteht. Und das ist der große Vorteil. Und ansonsten gehen die Römer immer gerne dazu über, Dinge zu adaptieren, die andere schon entwickelt haben, wie den Gladius, wie das Scutum, das Breitschild, uns weiterzuentwickeln und für ihre eigenen Art der Kriegsführung anzupassen. Darf ich vielleicht da ergänzen? Die Römer hatten ja noch nicht immer einen Berufsheer, sondern die Kelten haben ja in der Frühzeit der Römischen Republik
haben sie ja die Römer besiegt und haben Rom ja sogar erobert und geplündert. Das war ein Schockmoment für die Römer, daran haben sich jahrhundertelang erinnert. Und man sagt durchaus, dass in dieser Zeit eben diese keltische Eisen-Stahlschmiedekunst überlegen war. Allen anderen, auch den Etruskern und ähnliches. Die hatten das gleiche Material, aber die hatten die besseren Handwerker zu der Zeit. Ich glaube, die Römer haben da sehr viel übernommen. Ja, sicher. Also ein Professor hat mir immer gesagt, man darf auch nicht die Faulheit eines Römers unterschätzen. Also wenn was Gutes da ist, dann übernimmt man das natürlich auch gerne, ohne sich selber die Anstrengung machen zu müssen, es selbst zu entwickeln. Nein, also auch der Beruf des Schmieds, egal ob Waffenschmied oder Schlossschmied, ist in der römischen Antike oder in der Antike sehr hoch angesehen. Also der Faber Ferrarius, der Handwerker des Eisens, die haben eigene Kollegien, in denen sie sich treffen, haben zum Teil dann auch Fibeln, die so wie Metall, also wie Schmiedezangen aussehen, die darauf hindeuten, dass die eben auch sehr organisiert sind. Und die haben genießen sehr hohes Ansehen auch als Handwerker. Vielleicht noch zum Thema Geld an der Stelle. Als römischer Soldat musste man sich seine von den Schmieden der Armee gefertigten Waffen durchaus auch verdienen. Die wurden also tatsächlich auch immer erstmal vom Sold abgezogen. Also man hat seine Ausrüstung sozusagen nicht kostenfrei gestellt bekommen vom Heer als Berufssoldat, sondern musste die abstottern mit seinem Sold. Genau. Und wehe, wenn man seinen Helm verloren hat oder sein Schwert, das wurde dann von der nächsten Soldzahlung auch gleich wieder einbehalten. Also das muss alles bezahlen. Ja, alles sehr, ich glaube, durchorganisiert ist, denke ich, das richtige Wort, was die Stärke generell war. Wir befinden uns ja auch in dem Zeitrahmen, wo wir sind, und dann nach Christus sind wir kurz davor, dass das Reich seine größte Ausdehnung erreicht, wenn ich mich richtig erinnere, nach dem Krieg gegen die Daker. Also wir sind so in der Blütezeit des Kaisertums. Und das mit dem, man sollte die Faulheit der Römer nicht unterschätzen, habe ich auch gehört von einem Dozenten. Und wo es dann auch darum ging, dass im Grunde man an einem römischen Soldaten ja durchgehen kann, wo haben sie sich das alles abgeschaut. Die Schuhe, die Kalige, die berühmten, kommen tatsächlich von dem gleichen Wort wie Gallier. Das sind ursprünglich irgendwie keltische Schuhe tatsächlich, wenn ich das richtig gelesen habe. Und die Waffen sind dann danach und so weiter und so fort. Also es ist faszinierend. Genau, alles zusammengeholt und auch die Reiterei wird ja auch von den keltischen Stämmen mit dazugeholt, weil man selbst nur ein Berufsheer ein Heer aus Fußsoldaten hat und keine Reiterei. Also man holt sich dann alles, was man nicht hat, von außen dazu. Aber auch die Hosen, lieber Valio, werden sehr schnell von den Römern adaptiert, sobald sie nördlich der Alpen operieren, weil es ist dann halt auch im Winter angenehmer, wenn die Füße bis über die Knie warm sind, als wenn man dann nur in der Tunika frieren muss. Das ist also einfach gut, das Beste, was man hat. Genau. So barbarisch sie noch 69 nach Christus angesehen werden von Tacitus, so praktisch sind sie dann und werden dann auch ganz schnell übernommen. Und als Reiter natürlich sowieso wichtig, allein schon aus Bequemlichkeitsgründen auf dem Sattel. Gerne auch aus Leder an der Stelle. Können alle nachvollziehen, die jemals auf dem Pferd gesessen haben, dass man das lieber mit einer Hose macht. Es gab im Chat gerade die Frage, wenn man die Waffen und die Ausrüstung quasi abgestattet hat mit seinem Sold, durfte man sie denn behalten nach seinem Dienst? Oh, gerade viele Soldaten haben ihre Ausrüstung aber auch verkauft, wieder an neue Rekruten. Also wir haben die wiederverkauft, wir kennen zum Beispiel Helme, die haben so eingepunzt, die Namen von verschiedenen Besitzern. Also man hat quasi, wenn man ausgetreten ist aus dem Militär, um quasi auch ein Startgeld noch zu bekommen, seine Ausrüstung auch wieder verkauft. Das ist schön, den Helm aus zweiter Hand irgendwie zusammen. Ja, genau. Für den einen ein Erbstück, für den anderen ein guter Start ins Leben nach 20 Jahren Dienstzeit. Genau, aber zum Thema Pferde wollten wir noch ganz kurz was anmerken. Es ging ja heute um ein Hufeisen. Und da waren wir ganz kurz. Also das Hufeisen wird es nicht gewesen sein, dass er zum Kühlen ins Wasserbecken gelegt hat. Es ist ein Hufschuh. Ein Hufschuh, genau. Ja, genau. Richtig, ein Hufschuh ist richtig. Aber das Hufeisen, ich glaube, es gibt drei relativ unsichere Fundumstände, wo ein Hufeisen dem römischen Kontext zugeordnet wird.
aber das ist eher mehr als fragwürdig. Also den Hufschuh gibt es für steile Berghänge, für sehr schlammiges Gelände, da werden die schon auch mal angezogen, aber in der Regel läuft das römische Pferd ohne Hufeisen und ohne Hufschuh, wenn es normal unterwegs ist, genau. Okay, ja. Das wurde dann immer einen Hufschuh gemeint. Wann immer so Hufeisen ging heute, war das genau. selbstverständlich damit impliziert. Ich würde zum Abschluss dann für heute kurz fragen, Campodunum selber, wo übrigens ihr eine Reise hingewinnen könnt, wenn ihr bei dem Quiz heute gut wart, war ja eine zivile Stadt, aber gibt es denn bei euch Funde, die darauf hinweisen, dass von dort Soldaten kamen oder dass dort welche sich zur Ruhe gesetzt haben? Also was findet man zum Militär überhaupt? Da haben wir mehrere Dinge. Also zum einen haben wir schon aus den frühen Schichten von Campodunum immer wieder auch Militarierfunde, also Funde von Waffenteilen. Wir gehen davon aus, dass mindestens Veteranen sich recht früh auch in Campodunum angesiedelt haben. Außerdem haben wir einen wunderbaren Grabstein eines Soldaten, der in Aquincum im heutigen Budapest verstorben ist. Dort steht auch das Original dieses Grabsteins. Und dieser Soldat ist als Veteran in Campodunum verstorben, war Legionär der 10. Legion und stammte aus Campodunum. Sein Name war Tiberius Claudius Sato. Und eben ein Campodunenser sozusagen, der erste bekannte Römer aus Campodunum namentlich für uns, der eben als Bürger in der Bürgertruppe dienen durfte oder gedient hat und nach einer, ja, nach vielen Stationen, unter anderem auch am Niederrhein, dann in Aquincum als Veteran, wo er wahrscheinlich als Handwerker noch gelebt und gearbeitet hat, verstorben ist. Gut. Ich würde sagen, dass wir dann langsam für heute den Feierabend einläuten können. Es sei denn, es kommen noch dringende Fragen aus dem Chat oder ihr habt noch etwas, was ihr für heute beitragen wollt. Genau, es kam noch, was bedeutet Sato? Das wissen wir nicht, aber es ist ein Hinweis darauf, also der Name Tiberius Claudius Sato. Tiberius Claudius deutet darauf hin, dass sein Vater wahrscheinlich unter Kaiser Claudius das Bürgerrecht bekommen hat. Und Sato ist ein Hinweis darauf, dass er noch stark mit seinen keltischen Wurzeln verbunden ist. Also das ist vermutlich ein keltischer Rufname, der hier dazugehört. Weil er ist tatsächlich jetzt in der Zeit 130 bis 150 nach Christus in Budapest verstorben. Also gerade in der Zeit, wo wir uns bewegen, wird er am Niederrhein gesessen sein und sich gerade mit der Legion zum Abmarsch in den Dakerkrieg aufgemacht haben. Und das ist eben auch so ein Beispiel für einen ererbten Rufnamen. Sato war sicher noch der einzige Name seines noch nicht eingebürgerten Vaters oder Großvaters und er hat es dann als Rufnamen weiterbehalten, diesen eigentlich keltischen Namen. Ja. Ich glaube, es gab heute öfters Verwirrung darum, aber ich finde das auch faszinierend, dass die Namensgebung und die Selbstverständlichkeit, die wir mit individuellen Namen verbinden und mit unserem System, dass Leute halt eindeutig zuordnbar sind, etwas ist, was für uns gilt, aber nicht für Römer, ganz offensichtlich. Und dementsprechend 100 Lucius in einer Ala sein können. Und das ist selbst ganz normal so. Es war mir eine Freude, wie immer. Es gab auch ein paar Fragen, gerade eben so, wie wahrscheinlich war es überhaupt, dass man seinen Ruhestand erreicht hat als Legionär. Ich weiß nicht, wie gut man dazu Quellen hat. Das Mikro ist gerade aus. Wir von den Grabsteinen kennen, genau, aber das ist gerade der Ton bei euch wieder ausgefallen. Da ist irgendwo ein Anschluss nicht wirklich dran. Okay. Das ist göttliche Fügung. Ich glaube, Ross Merter möchte uns mitteilen, dass es Zeit dafür ist, den Feierabend einzuleiten. Ich glaube, wir können nächstes Mal auch noch kurz drüber reden, inwiefern tatsächlich der Dienst in der Armee für das Römische Reich durchaus auch eine Chance für Nichtbürger sein konnte und auch für Leute aus ärmeren Schichten tatsächlich für die kommende Generation und für den eigenen Ruhestand ordentlich was aufzubauen. Also weswegen es überhaupt reizvoll war, in die Legion einzutreten. Wenn man da schon sein eigenes Schwert abstottern muss, am Ende hat man zumindest was dafür bekommen. Und das machen wir in 2 Tagen. Am Donnerstag spielen wir das Finale. Um 19 Uhr starten wir wieder mit der gleichen Besetzung. Auf dem gleichen Kanal hier. Das Video on Demand von dieser Session wird wohl wieder auf Alpha Lernen dann auch verfügbar sein bis dahin. Das heißt, man kann es nachschauen, wenn man nicht alles erwischt hat. Und ich kann auch kurz noch reinschauen, um zu wissen, wo wir genau aufgehört haben. Das ist auch wertvoll. Und zu guter Letzt,
Vielen, vielen Dank an die Leute vom Bayerischen Rundfunk, die das organisiert und möglich gemacht und auch diesen kleinen Trupp an Spielenden zusammengesucht und gebeten, gebettelt, angelockt und überredet haben, dass wir das Ganze hier auf die Beine stellen können. Liebe Leute, wenn ihr mehr über die Zeit erfahren wollt, dann sei euch die Seite zu der Sendung empfohlen und die darauf verlinkten Podcasts, alles Geschichte, die sich unter anderem auch speziell mit Campodunum beschäftigen, wo ihr dann nochmal hören könnt, was es genau mit dem Ort auf sich hatte. Wir sehen uns dann in 2 Tagen. Vielen Dank an Stefan als Valio, auch als bekannt als Stein Wallen, Historiker und Streamer. Es war mir eine Freude, wie immer. Danke, dass ich dabei sein durfte und ich freue mich schon auf die Lockvogel-Aktion. Ja. Vielen, vielen Dank an unsere tapfere Händlerin Erin, die für alles den richtigen Gegenstand zur Hand hat und Pläne schmiedet. Gespielt von Sophia Katz. Vielen Dank, dass du dabei bist. Vielen Dank. Ja, ich glaube, ich habe bald Haus und Hof für die ganze Aktion hergegeben. Aber was für eine Händlerin. Wo ist das Business? Aber ich habe noch viel mehr, es ist nur eines meiner Häuser. Ist alles. Ach so, ja, dann. Na, da ist noch eine Menge vom Erbe übrig. Aber ein Schwert, ein Pferd, Geld. Es wird eine Menge reingesetzt. Immerhin. Die verteilen das mittlerweile auch von alleine unter sich. So, ja, dann nehmen wir da noch ein Pferd. So. Mein Pferd. Wir werden sehen. Aber das Pferd wird ja von Lunea rausgepickt. Die wird da schon das Richtige finden. Lunea, unsere manchmal etwas bedrohliche, aber immer weise Priesterin und Pferdekundige, gespielt von der wunderbaren Lisa Grimm. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Ich hoffe auf noch mehr Vögel das nächste Mal. Ja, ich muss mir noch viel, viel mehr Vogel oben ausdenken. Ich war sehr beeindruckt, wie spontan und gut du das, so richtig doppeldeutige Sachen rausgehauen. Dann saß ich echt so da so, ich weiß jetzt nicht, was sie meint. Das ist wichtig an Orakelsprüchen. Man muss sie immer mehrfach deuten. Ich meine, wenn du in diesen Krieg ziehst, wirst du ein großes Reich vernichten. Kann nach hinten losgehen, wie wir wissen. Und dann natürlich Julius Spurinus Fronto, von dem wir jetzt wissen, dass sein Rufname wohl einfach Fronto wäre, gespielt von Florentin Will. Die große Stirn, vielen, vielen Dank. Und natürlich auch vielen, vielen Dank an unsere fantastische Spielleiterin Mayri, die das fantastisch macht, sich alle diese Namen merkt und auswendig lernt. Großartig. Und wir freuen uns alle auf Donnerstag. Auf das große Finale. Ja. So, vielen Dank auch an die Leute im Chat, an unsere wunderbaren Moderatoris und an unsere beiden Spezialisten Maike und Johannes, die uns hier noch mit Fakten ausgeholfen haben. Und ich mache diesen Stream jetzt aus. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.